Und? So, jetzt ist das passiert, was nicht passieren darf. Jetzt sind wir wieder live. Shared den Link. Ganz wichtig, Link ist jetzt leider ein neuer. Unser Router ist abgeschmiert. Kannst du mal Stromkabel nochmal gucken? Stromkabel bitte nochmal. Servus, hallo. Tja, Mann. Aber ich hoffe, dass die meisten sich wieder herverlaufen. Ist jetzt natürlich suboptimal. Ja? Da unten, das Weiße. Guck mal, geh mal da rüber. Hab ich gar nicht gesehen. Das Weiße. So, alles klar. Jetzt haben wir nochmal Strom. Oh, guter Zeitpunkt. Ich kann euch zeigen, was jetzt hier vor Ort los ist. Also, es wird sich aufgewärmt, wenn es denn geht. Jawohl. Da geht's ab. Ich sag's euch. Ah, hoffentlich hält die Internetleitung dieses Mal, sonst werde ich zum Hirsch. Aber ich kann euch versichern, das Ganze wird ja aufgezeichnet, von daher ist es irgendwie dann so, naja, ich sag mal halb so wild. Ist natürlich ärgerlich, ne? Live-Zuschauer und sowas sind natürlich jetzt alle weg. Schlecht. Teilt den neuen Link. Das wäre sehr, sehr nett. Lieben Dank, Wolfgang Rothberg, Planungs- und Sachverständigenbüro. Vielen Dank, Wolfgang. Boro Pflegedienst, AXA Agentur Sommer Grünstadt und Kaiserslautern. Danke, Thomas, für die Unterstützung. Und natürlich dem Herrn Dr. Koll, ein Mann, den die Leute auf jeden Fall kennen, aus dem beispielsweise Ehrenrat, sitzt da aktuell bei uns. Alcatraz Hotel Kaiserslautern. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Ich muss mit einem Auge immer so ein bisschen weggucken. Erstens mal sind da die Leute schöner.
Und zweitens erwarte ich halt, wie gesagt, gleich noch einen Gast. So. Ich weiß nicht, was ihr so meint. So, würdest du... Hallo? Hallo? Gehen wir da dran? Kann ich jetzt schlecht telefonieren. Das wäre denkbar schlecht. Ja? Chat, seid ihr wieder da? Zum Teilen habe ich keinen. Wie? Was? Diesen Link hier einfach nochmal neu teilen. Ton fehlt. Kann eigentlich nicht sein. Also Output habe ich. Ton fehlt. Aber trotzdem, hallo Peter. Ich glaube aber, dass der Ton funktioniert, bin ich mal sehr sicher. Da hätte ja der Manuel Candelori jetzt nichts gesagt. Ne? So, ja, jetzt sitze ich hier, ne? Muss warten, bis die Leute da sind. Tja, tja, tja. Ich würde ja auch irgendwie mitsingen oder so, aber ich glaube, dann stürzt das Stream erst recht ab. Ja? Ah, das gibt's nicht. Das gibt es nicht. Du warst vorhin eben kurz mal live und dann kriegst du einen Daumen nach unten, warum auch immer. Es ist unfassbar, diese Pappnasen, echt. Jeder jetzt mal gerne einen Daumen nach oben hinterlassen, das wäre sehr nett. Eieieiei. Bild okay, Ton ist da. Vielleicht hatte Peter einfach nur die Boxe aus oder die Kopfhörer nicht eingestöpselt. Kann natürlich sein. Wollen wir mal gucken, wie es hier aussieht, wenn ich die Kamera rumstelle. Oh, das sind sie. Da ist gleich die... Oh, das war die Funkkamera. Sehr gut. Technik wie immer nicht im Griff. So. Wortfindungsstörung. Hat aber was damit zu tun, dass hier nur schöne Menschen um mich rum sind. Wirklich so. Alle eigentlich Kamera geeignet. Ich glaube, ich suche mal jetzt gleich einen. Einfach raus und frag mal so, wie die Stimmung ist. Ich habe nämlich tatsächlich ein Keulenmikrofon dabei. So. Jetzt schauen wir mal. Tut sich was? Einen Moment. Eieieiei. Oh, wäre schon bekloppt. Ich glaube, die sind halt... Wissen Sie was? Ich telefoniere jetzt mit unserem nächsten Gast. Mit dem ersten Gast überhaupt. Ich glaube, dem ist es hier einfach zu laut. Hört sein Handy nicht. Eieiei. Wie geht's denn euch eigentlich so? Warum schreibt keiner so im Chat? Wie ist die Stimmung? So. Aber weißt du was, Arthur? Ich kick dich gleich, ne? Das ist mal ernst. Sowas habe ich heute gar keinen Bock. Unfassbar. Ach ja, ein bisschen Trollen muss sein. Ich sitze hier und ziehe richtig, wie soll ich sagen, richtiger Buckel. Ha? So, aber so langsam hat auch jeder den neuen Link gefunden, ist doch sehr schön. Sorry, hier gibt es leider tatsächlich nur die LTE-Verbindung. Die lief eigentlich die ganze Zeit richtig gut. Und jetzt auf den letzten Metern geht irgendwie die Technik flöten. Ich habe keine Ahnung. Woran das liegen könnte. Ich habe versichert bekommen, das geht alles. Vodafone, liebe Grüße. Tatsächlich. Kannst du mal den Router etwas nach vorne schieben? Den Router etwas nach vorne. Vielleicht mit dem Koffer vielleicht. Da ist die Range ein bisschen höher. Danke. Da wollen wir jetzt mal schauen, ob das vielleicht jetzt gleich ein bisschen besser ist.
Naja, ich meine, jetzt sind tatsächlich, jetzt gehen die Balken hoch. Es ist wie früher. Früher, wenn du keinen Mobilfunkempfang gehabt hast, hast du dich immer hinguckt und hast. Je höher du das Handy gehalten hast, desto besser wurde der Empfang. Eieiei. Eieieiei. Guck mal, da ist Roger Lutz. Roger Lutz steht mit auf dem Platz. Achso, nee, Moment, da. Und dehnt sich. Ihr seht ihn jetzt am linken Bildrand. Sich dehnen. Hoffentlich macht er sich nicht weh. Das wäre eigentlich der erste Gesprächspartner gewesen, ne? Da muss man sich mal vorstellen. Naja, ich sag nichts. Aber es ist jemand da, der heute eigentlich gar nicht so auf dem Programm stand. Und zwar Adam Nemec ist heute am Start. Da freue ich mich natürlich sehr drüber. Mit dem habe ich nämlich nicht gerechnet. So. Naja, Ivo Iličević ist im Übrigen heute leider nicht da. Ist sehr, sehr schade. Hätte ihn gerne hier gehabt. Ja. Mir geht's sehr bescheiden. Da bin ich nicht so gesprächig. Manuel, alles klar, kein Problem. Vor Ort gibt's tatsächlich noch ein paar Karten. Also Abendkasse ist noch da. Also kommt vorbei, wenn ihr wollt. Mit der Parkplätze sieht's, glaube ich, etwas schwierig aus. Da muss man jetzt ein bisschen kreativ werden. Ne? Also haltet da bitte die Augen offen. Wird schon irgendwie. Also, ich meine, das ist... ist eine einmalige Gelegenheit eigentlich. Und dann läuft man auch gerne ein paar Meter mehr zum Auto, beziehungsweise zum Sportplatz und wieder zurück. Man muss ja nicht gleich irgendwie an der Seitenlinie parken. So. Ja. So, was meint der Chat? Cool, dass es gestreamt wird. Ich gebe mir alle Mühe. Ich hoffe, das funktioniert. Ja, Patrick, hallo. Sehr schön. Ah, ein Glück. Bitte? Nix. Jetzt habe ich... Arthur, guck auf die Beschreibung. Sag, naja, komm. SC Bobenheim Roxheim. Meine Damen und Herren, Freitag, 16.06.23. Hier ist Bobenheim-Roxheim. Hier ist die Sportanlage am Binnendamm. Ich darf Sie ganz herzlich willkommen heißen zu einem ganz besonderen Fußballspiel. Ja, zu einem besonderen Wiedersehen der Aufstiegsmannschaft des 1. FC Kaiserslautern aus dem Jahr 2010, damals Aufstieg in die Fußball-Bundesliga. Wir freuen uns sehr, heute in Bobenheim-Roxheim zu Gast zu sein. Und das heute alles für einen guten Zweck, genauer gesagt, für den Sozialverein Kunterbund und den Förderverein Fußball SC Bobenheim-Roxheim. Danke an alle, die mitgeholfen haben, diese Veranstaltung zu organisieren, um heute hier einen würdigen Rahmen zu schaffen. Mein spezieller Dank stellvertretend für viele, die mitgeholfen haben, gilt hier Dirk Fuhr vom gastgebenden Verein. Marco Kurz, unser damaliger Erfolgstrainer, insbesondere unser Meisterspieler Roger Lutz, haben alles versucht, die Meistermannschaft aus dem Jahr 2010 hier zum Benefitspiel wieder zu vereinigen und es ist ihnen gelungen. Ganz viele von damals sind gekommen, um mit ihnen einen tollen Fußballabend hier in Bobenheim-Roxheim zu erleben. Roger, Marco and Friends, unsere Bundesliga-Legenden, treffen auf die Legenden aus Bobenheim-Roxheim, die 32 Pokalsieger, und die darf ich Ihnen gleich vorstellen. Ja, ein Großteil der Mannschaft ist in die höchste AHA-Liga aufgestiegen und insgesamt viermal in Serie Meister geworden. Nachdem die Mannschaft dreimal das Pokalfinale verloren hat, konnte dieses Jahr der Pokal endlich zum SC geholt werden. Und auch die dritte Halbzeit wird von der Mannschaft stark durchhalten und erfolgreich zelebriert. Schauen wir mal, was uns heute Abend noch so alles erwartet. Der Kader heute Abend, der Ü32 der SC Bobenheim-Roxheim, mit der 5 Julian Ammann, die 17 trägt Nebil Arkan, die 20 Metin Aslan, 19 Steffen Bauer,
22, Stefan Butsch, 14, Daniel Estelmann, 6, Thomas Gomola, 4, der Spielertrainer Bernhard Gräf, 2, Sebastian Grunewald, 13, Matthias Häfner, 10, Christoph Hellmeier, 16, Andreas Reinsch, 27, Michael Kropp, 8, Matthias Leopold, 7, Florian Moske, 23, Bernd Noll, mit der 9, Michael Ofenloch, die 3 trägt Ralf Spitzfaden, die 15, Dennis Stark, mit der 1, der Torwart Christian Steiner, die 12, Jürgen Tegge und mit der 11, Niklas Vögerbauer. Ja, liebe Fußballfreunde, hier sind sie. Roger, Marco and Friends. Unser Erfolgstrainer Marco Kurz hat heute folgende Mannschaft aufgeboten. Wir begrüßen mit der Nummer 1 Tobias Sippel. Die 2 trägt Roger Lutz. Mit der Nummer 3 Tim Heubach. Die 4 Jürgen Eismann. Mit der 5 Alan Stulin. Die 6 Michael Schulze. Mit der 7 Dragan Paljic. Die 8 herzlich willkommen Sidney Sam. Mit der 9 Srichan Lakic. Die 10 Nimun Azuak. Mit der 11 Ilian Mitzanski. 12 Oliver Holm. Mit der 13 Erik Jendrisek. Und Nummer 14 heute Abend Adam Nemeth. Und wir haben einen Gastspiel, der hat diesen Platz ersteigert. Und wir bedanken uns sehr herzlich für seine großzügige Spende. Herzlich willkommen mit der 15 Nico Georg. Super Sache, es sind über 450 Euro gewesen. Bitte? 458 Euro. Vielen lieben Dank fürs Mitsteigern. Zu uns gekommen. Die 19. Sehr großartig. Sirgi Biele. Und mit der 20, Sie kennen ihn alle noch, Rodney. Ja, natürlich. Mit der 23, Jan-Martin Lutz. Mit der 23 begrüßen wir unseren Mann auf der rechten Seite, Florian. Publikum wird eingeblendet. Sehr schön. So, wo seid ihr denn? Da unten. Warum seid ihr so weiter unten? Seid ihr schüchtern oder was? Und wir haben noch zwei zweite Torhüter. Einmal mit der 31, Christoph Weber. Und mit der 41, Jens Michelbach. Unseren Trainer, den ich begrüßen wir. Mit einem Riesenapplaus. Hier ist Marco Kurz. So, sehr, sehr schön. Und ich bin assistiert von Oliver Schäfer. Wir begrüßen sehr herzlich Jens Krieger von den Alltagsbegleitern Kaiserslautern, gleichzeitig Lizenzgeber. Herzlich willkommen noch Dietmar Fritsche, unserem Sponsor. Hei, ich sag's euch. Leute. Unsere Physios, Dirk Brakenstecher und Erik Schön, mit dabei heute Abend, auch wenn sie nicht spielen können. Danny Fuchs, Steffen Bohl, Manuel Hornig, Alex Bugera, so. Bastian Schulz, Marco Haber und unser Zeugwart Peter Miete. So, super. Es sind richtig viele Menschen da. Ich freue mich richtig, dass die dem Ruf von Roger Lutz gefolgt sind. Roger Lutz, einer oder der Initiator dieses heutigen Tages, dieses Wiedersehens, ist wirklich schön. Es ist wirklich, wirklich schön, die ganzen Nasen wiederzusehen. Fantastisch. Hier wird fotografiert, gefilmt und live übertragen. Was? Als öffentliche halt für Gerücht. Benötigen wir die Aufnahmen für Sponsoren, Dokumentation sowie für die notwendige Werbung und damit Fortführung dieser Veranstaltung. Die Aufnahmen werden auf YouTube und auf Social Media Kanäle veröffentlicht. Vielen Dank für euer Verständnis. So. Und liebe Fußballfreunde, wir bedanken uns natürlich auch sehr herzlich bei unseren Sponsoren heute Abend, ohne die diese Veranstaltung nicht möglich gewesen wäre. Wir sagen ein herzliches Dankeschön an das Weingut Klaus Hilz. Gut, da muss ich jetzt natürlich zwischengrätschen und mache jetzt mein Programm wieder. Zack, ich hoffe, ich bin wieder im Bild. Wo ist denn eigentlich der Chat? Ach, da ist er ja. Was geht denn da ab?
Was? Danke, ihr seid echt der Hammer. Warum hast du dich... genau, Patrick hatte gestern Geburtstag. So ist es. An alle, die natürlich jetzt hier supporten möchten, einfach einen Daumen nach oben hinterlassen. Wäre sehr nett. Und habt natürlich Acht. Das Ganze ist für einen guten Zweck. Jeder, der sich ein Ticket gekauft hat oder der auch bis Sonntag im Übrigen hierher kommt und trinkt Bier, Wasser oder sonst irgendwas Kühles, Blondes, der unterstützt den Sozialverein Kunterbund und natürlich auch die Jugendarbeit des SC Bobenheim-Roxheim. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn der eine oder andere hier vorbeischaut. Ist auf jeden Fall eine feine, feine Sache. Auf jeden Fall. Ja? Wäre großartig. So. Also ich sehe gerade, hier wird noch fleißig, diskutiert. Sehr schön. Es sind unfassbar viele Leute hier. Es ist wirklich so. Ist wirklich so. Also wenn ich hier so gucke, gucke ich euch nicht weg, also nicht von euch weg, sondern ich gucke euch an. Ja? Hier ist mein Chat. Gut. Wollen wir noch mal kurz reinhören, was Horst so erzählt? Wir haben jetzt viele tolle Sportler und Sportlerinnen in unseren Reihen, schreibt das Vereinsmagazin. Am meisten sticht aber Karl Wanger, der leider verstorben ist, heraus. Der mit dem ersten Meister wurde. Unter anderem natürlich mit den Brüdern Fritz und Ottmar Walter, dessen Todestag sich heute zum 10. Mal jährt. Er war damals Teil des damals vorgefährlichsten Sturms Deutschland. Und wir denken heute ganz besonders an ihn, Karl Wanger. Und wir haben auch die Referees des heutigen Abends. Wir begrüßen sehr herzlich Tobias Groh vom Verein Bodenheim-Roxheim. Von Dieter Bayer, ebenfalls Bogenheim-Roxheim, und Harald Haas, er ist Beisitzer, Förderverein, der Schiedsrichter im Rhein-Pfalz-Kreis. So, ich pickel mich jetzt mal wieder, beziehungsweise runter, nicht hoch, das wäre falsch. Die Mannschaften sind jetzt in den Kabinen. Bin jetzt sehr gespannt. Also ich glaube, es wird ein bisschen später. Dass sich der Spielbeginn etwas verzögern kann. Draußen sind noch ganz, ganz viele Leute, Und bei dem Verkehrsaufkommen kann es heute leichter mal einen Stau geben. Und der ist jetzt wirklich eingetreten. Also haben Sie noch ein bisschen Geduld. Holen Sie sich noch ein schönes Getränk und genießen Sie den wunderschönen Abend hier beim SC Bobenheim-Roxheim. Ihnen allen ein herzliches Willkommen. Sehr schön, sehr stark. Also ich hab's eben noch erwähnt. Ne? Könnte sein, dass der Anpfiff jetzt natürlich etwas verzögert ist. Und das ist tatsächlich eingetreten. Das heißt, draußen staut sich so ein bisschen. Aber das ist bestimmt gleich wieder passé. Ja? Wer noch vorbeikommen möchte, wie gesagt, parkt ein bisschen weiter weg. Aber kommt vorbei, es gibt noch Tickets. Es ist auch noch ein bisschen Platz ist noch. Passt noch der ein oder andere hin. Ja? Im Notfall müssen eure Bäuche einziehen. Ich ziehe meine nicht ein. Ich habe abgesperrter Bereich. Fühle mich wie die Made im Speck, im wahrsten Sinne des Wortes. Ah ja, richtig, richtig schön. Ich muss lachen, Entschuldigung. Hier wird das Pfalzlied zelebriert. Sehr, sehr tolle Stimmung im Übrigen hier vor Ort. Also das ist wie auf dem Netze tatsächlich. Ich meine, Horst Schirms am Mikrofon. Pfalzlied läuft, also es ist tatsächlich, nur was schräg ist in der Tat, ist, es ist die falsche Mannschaft. Aber es ist die Mannschaft, ne? Also mit der habe ich ganz viel erlebt, damals, TM, und habe den Aufstieg begleitet, war ja seit 2007, 2008 die Saison, die schlimme, schlimme Saison damals, mit dem FCK ganz nah unterwegs und da ist man auch irgendwie durch alles durchgegangen. Das war Wahnsinn. Wir haben gemeinsam geweint, gelacht, getrauert, weil man Spiele verloren hat. Man hat aber ordentlich auch gefeiert, das muss man auch dazu sagen. Also es war wirklich ein ganz, ganz wilder Ritt. Und diese ganzen Erinnerungen damals auch an Herzblut, der FCK-Film und so weiter und so fort, kommt jetzt natürlich alles wieder hoch. Und daher für mich auch ein sehr emotionaler Tag heute. Und ich mag den ein oder anderen Fauxpas heute
Also bitte verzeiht mal den. Das ist echt keine leichte Situation. Vor allen Dingen nicht, wenn die Technik anfängt zu krawallen. Warum auch immer. Beispielsweise habe ich das Gefühl, dass das Bild ruckelt. Ich weiß aber nicht, warum das Bild ruckelt. Ja? Da sitzen die Leute. Da ist unsere Funkkamera. Ach, jetzt funktioniert auf einmal wieder jede Kamera. Was ist denn los? Nicht, dass ich mich beschweren will, aber... Wohin? Auch der LTA-Abbruch und so. Ich hoffe, der Router, da kommt jetzt keiner mehr ran. Ich habe so die Befürchtung, da wollte einer gucken, was das ist. Ja? Vorhin wollte auch jemand wissen, wo es so was zu trinken gibt. Ich will jetzt keinem zu nahe treten, ne? Aber hier gibt es überall Getränkestände. Und die sind gut befüllt, deswegen kommt her und... Naja, gut. Saufen für den guten Zweck, herzig, ein bisschen seltsam auch. Ich habe gewusst, die schreien. Saufen für den guten Zweck hört sich immer so seltsam an, aber ich meine, in dem Fall ist es ja tatsächlich so. Man muss ja aber keine Alkoholiker zu sich nehmen. Kann man aber. Kann man aber. Ja? Was? Das bekommst du schon hin, Marc? Irgendwie klappt es doch immer. Das ist zu befürchten. Irgendwie streicht ein Hauch Nostalgie durchs Stadion. Wünsche euch einen geilen Abend mit vielen Spenden. Ja, komm halt vorbei. Werf hier auch was rein. Achso, ihr könnt hier im Chat natürlich auch spenden, aber das bleibt leider dann hier. So, also geht lieber hin. Hier, Sozialverein Kunterbund, das ist sehr, sehr wichtig. Macht das. Ja, ich freue mich natürlich auch auf den einen oder anderen Superchat oder Kanalabonnent, was auch immer. Vielen lieben Dank auch für die Likes. Ne? Daumen nach oben tut immer gut. Aber spendet in erster Linie doch lieber für den Sozialverein Kunterbund. Das ist, denke ich, eine bessere Sache. Ja? Man muss Achmo trinken ohne Durst. Stimmt, das hat auch keiner gesagt, dass der Tag einfach wird. Ne? So, jetzt gibt es natürlich hier noch eine Durchsage. Was es heute hier so gibt, beziehungsweise auch morgen. Eieiei. Ich gehe kaputt. Ich sag's euch, wie es ist. Ja, Chat, was ist denn los? Ihr seid so wortkarg. Das gefällt mir ehrlich gesagt nicht so. Wir haben im Übrigen wirklich schon Funkkamera. Das ist kein Gag. Gleich wird der Kameramann da unten hin und her hechten. Ich habe kein Mitleid. Na doch, ein bisschen. Ein bisschen habe ich schon. So ist es. Ja, Kameramann, Sie haben das dann im Griff, ja, während dem Spiel. Ich haue da gleich die Kappe vom Kopf. Also sowas. Mache ich natürlich nicht. Ich warte, bis die Kamera aus ist. Bevor mal hier Greenpeace geschickt wird oder so. Mal aufpassen, was gesagt wird, ne? Ach ja. Warten wir mal ab. Was machen wir jetzt? Ich meine, ich kann euch noch einen leeren Platz zeigen. Soll ich mal? Nee, der Platz ist besetzt. Hier. Schön, oder? Wir sind heute schüchtern, ja. Ein magenfreier Wildbahn. Dieser gequälte Blick. Sack. Bist du eigentlich hier? Ist der Antissimo hier? Der könnte eigentlich zu mir kommen und könnte sich hier nebenan mich setzen. Da wird er mal interviewt. Wie ist denn das so im Chat? Da kriegt der Chat ein Bild. Ja? Ich hoffe inständig, dass da nix überhitzt. Aber ich denke, das fühlt sich eigentlich ganz gut an. Gerade noch. Moment, ich habe gerade eine Mega-Idee. So, nachdem ich jetzt nochmal Kameraeinleitung gemacht habe.
Das gibt's doch nicht. Jetzt werden die Leute zu faul, oder was? Gibt's ja nicht. So. Keine Angst, ich bin gleich wieder da. Das ist eine Kamera, die eigentlich nicht dafür gemacht ist. Ich habe improvisiert. Ich habe wieder Firmware geflasht. Ja. Geht auch nur damit. Ja. Also sowas. So. Und wie der jetzt da ohne Filme geht. Ich schlepp doch nicht das ganze Equipment da quer durch die Republik, dass er davon hier oben filmt. Also jetzt geht's aber ab. Ja? Sonst mache ich das. Dann geht's aber ab. Das kann ich euch verraten. So. Kennt man Gas jetzt da her? Was? Was? Eben bestellter Brotwurst. Ja, ja, schön wär's. Nee, leider nicht. Oh, hab es eben geschafft. Ah, Andi Simo. Hat mich so gefreut. Sascha Kemmel ist da. Der ist da. Wir haben uns schon umarmt. Ah, zusammen gelacht und danach haben wir geweint, weil es uns doch sehr unangenehm war. Ja. Ach ja. Jetzt warten wir. Es ist ein bisschen schade, dass die... Ein bisschen schade, dass die, sagen wir es mal schnell, die Interviewtermine nicht eingehalten worden sind. Alles vorbereitet. Alles ehrlich, das kann nur gut werden. Naja, geht so. Ist ja schlimmer wie beim ZDF mit dem Ton aus und an. Ja, aber ich mach's bewusst. Und das ZDF meint, was? Mag ich, dachte, du spielst. Ich bin leider überboten worden bei der Auktion. Ja? Aber ich meine, gib mal Trigger und Grüße S, ich bin do. Ja? Roger, wenn du das jetzt siehst, ich bin do. So, wechsel mich in, ich bin do. Ja? Vor allen Dingen sieht es dann lustig aus. Ich mit Trikot Größe S, er hängt ohne den dicke Bauch raus. Und beim Rennen bobbelt da wie so Gummibälche hoch und runter. Also das stelle ich mir wirklich sehr, sehr lustig vor. Wo bleibt dann der Anna? Eieiei. Wollen wir mal ohne gucken, ob die Funkstrecke denn was einfängt? Ah ja. Oh Jesus. Oh Jesus, was filmt dann der da? Ich weiß nicht, was er filmt. Oh, jetzt dunkel. Hat er eine Kamera ausgemacht. Nee, hat er, ne? Das ist ja schräg. Oh. Wir haben kein Bild über... Ah! Wer ist denn das? Das ist doch A. Das ist doch kein offener Kanal, oder? Wer war denn das? Hä? War das vielleicht ARD oder so? Stimmt, das Öffentlich-Rechtliche ist bestimmt auch da. Das ist aber unscharf. Eieiei. So, Chat, ich mach euch jetzt mal eher kurz weg. Der muss halt näher ran, ne? Da muss man mal fairerweise sagen, der Bub. Wenn die Kameraleute schüchtern sind. So. Ach, wie sie hier mitmachen. Hier ist echt eine saugeile Atmosphäre. Kommt vorbei. Kommt vorbei. So, ihr liebe Leute, ich lasse euch mal kurz hier alleine. Ich muss nämlich tatsächlich jetzt schnell sprinten.
Fußballfreunde. Es darf natürlich nicht ausbleiben, das obligatorische Mannschaftsfoto. Die U32 Allstars Bobenheim-Roxheim und Roger, Marco and Friends. Wir begrüßen natürlich auch sehr herzlich das Schiedsrichtergespann des heutigen Abends. Naja, ist immer gut, wenn man es mal vorher ausprobiert. So, der Kameramann kommt wieder, war ein bisschen unscharf, aber ansonsten geht's. Ja, okay. Ja, die sind. Komm mal her. Ich stell da mal noch schnell einen Autofokus ein, weil das war echt. Ich will nicht sagen mies, aber es war schon mies. Na, das passiert nur, wer nichts macht, macht keinen Fehler. Das muss man mal ganz klar sagen. So, wollen wir doch mal gucken, wie es hier eigentlich hinter der Kulisse aussieht. Das kann ich euch sagen. Hier im Übrigen herzlichen Dank an den Conor McGregor für die Schorle. Dankeschön. So, dann, jetzt dachte ich, was ist denn da passiert? Foto Kugschlacht oder was? Alter, na ohne Mist. Gucken wir mal, was da rumfliegt. Also ist es rot, aber, also sowas. So, ne? So sieht das Ganze aus hier. Überall ist hier Elektrik und, oh je, das zeige ich euch besser nicht. Also, ist ordentlich was los, ja? Jetzt ist es aber scharf. Kann schon. Zack, zack. Es scheint zu funktionieren. Oh, Roger ist am Start. Zum Fußballcamp und aus der Geschichte mit Vereinsfest ist das entstanden, dass ich gesagt habe, komm, ich mache eine Mannschaft. Dann habe ich mit Marco gesprochen und wir haben gesagt, Mensch, wir wollten ja letztes Jahr was machen, lass uns doch hier kicken. Und nach 3 Tagen hatte ich 9 Zusagen und so hat sich das Ganze entwickelt und im Vorfeld war es nicht ganz so viel Arbeit, weil brutal schnell alle zugesagt haben. So jetzt die letzten drei Wochen, haben wir, glaube ich, täglich telefoniert und gut ja. Ab. Und allergrößtes Lob an Dirk und an den Club, wie die das umgesetzt haben, weil das wirst du nicht mit denen. Und ganz großes Lob an dich und an Marco Kurz, der gekommen ist zu uns und der die Mannschaft heute wieder coachen wird. Freuen wir uns sehr drüber. Roger Lutz übrigens, zweimal deutscher Meister, zweimal deutscher Pokalsieger. Der ganz große Sportler des 1. FC Kaiserslautern. Ich denke, er bekommt einen extra großen Applaus. Und hier, wenn ihr das sehen könnt. Oh je, hier stehen sie auf der Bank, klatschen. Heide, also wirklich. Ich hoffe, es kommt nur annähernd so rüber. So, jetzt muss ich mich wieder leiser pegeln. Habe ich ja gelernt, wie es geht. Und blende hoffentlich mich jetzt wieder ein. Ist ein bisschen nervig, muss ich zugeben. Also das hat, was ist denn das jetzt schon wieder? So. Chat, seid ihr eigentlich noch da oder bin ich jetzt allein? Ah nee, ist noch da. Sehr schön. Über den Spielstand der U17 halte ich euch auf dem Laufenden. Das wäre sehr, sehr nett. Das wäre sehr, sehr nett. So, es geht los. Ich hoffe, der Kameramann ist unterwegs. Der zieht sich gerade noch rum. Ja. So, ich bin jetzt mal sehr gespannt, ob die Technik mitspielt. Sonst bin ich nämlich echt abgenervt. Also, wenn im Test alles funktioniert und dann geht's los und dann machst du hier Rambazamba und kurz vor Beginn geht da irgendwas flöten. Ne? Das ist natürlich nix. So, schaut mal auf den Platz. Aufstellung haben wir tatsächlich schon eingeblendet gehabt, könnt ihr aber gerne nochmal haben. Hier ist die 11 der Betze-Legenden, also Roger, Marco and Friends. Sippel, Bilek, Bohl, Formichow, Mischanski, Schäfer,
Was, Marvin? Jan Marvin? Achso, Lutz natürlich. Dann Dick, Heubach, Larkic und Pajic. Zumindest ist das die Aufstellung, die mir vor Anpfiff hier bekannt war. Die Spielzeit übrigens zweimal 45 Minuten. Wir spielen zweimal 45 Minuten. Halten die das aus? Halten die das aus? Also ich meine, wir würden das aushalten, ne? Zweimal 45 Minuten mit links. Mit links. Ich trage dich. Wir wären zwar nicht die Schnellsten, aber wir wären da. Hat niemand was von Rennen gesagt. Auf dem Platz rumstehen geht. So. Gut. Also, wir sind jetzt... Wo sind wir jetzt? Einen Moment. So. Also... Was macht denn unser Kameramann eigentlich? Oh je. Das macht eigentlich auch viel Spaß, ne? Dem dazu zu gucken. Ich bin mal gespannt, was der heute noch so anstellt mit der Kamera. Ha? So. Ne, das bin ich. Das wollen wir jetzt nicht sehen. Ja? Ah, es ist noch so irgendwie. Oh, Jiří Belek. Ja, gut. Er weiß noch, wie man gegen einen Ball tritt. Ui. Jetzt geht's an die Wurst. Ich bin gespannt. Hat der... Jawohl, alles im Griff. Super. Cool, von meiner Position aus sehe ich es nämlich überhaupt nicht. Ich bin nicht selbst... Wer ist die Nummer 7? Weiß man das? Wer tritt? Tritt er oder macht's der Kameramann? Oh Gott. Puh, das war knapp. Und... Oh, Pfosten. Pfosten. Oh, wieder Publikum eingeblendet. Es wird sich bestimmt noch eingerufen mit der Kamera. Das ist alles noch ein bisschen ungewohnt. Jetzt sind wir mal gespannt. Es gibt Einwurf für SC Bobenheim-Roxheim. Da hinten dieses Gerüst, das ist kein Gag. Wäre fast mein Gerüst gewesen. Aber es wäre vielleicht ein bisschen too much. Vielleicht. Ui, schön. Schöne Balleroberung. Eieiei. Flipsch aus. Oh. Wie gesagt, da muss ich. Oh, und? Ach. Wie früher. Die Kamera ist schon wieder unscharf. Ich weiß nicht, was der Kerl da verbricht. Kannst du euch nicht sagen. Wir hoffen mal auf die zweite Halbzeit. Eieiei. Oh, schon wieder. Ah, schön gemacht. Schön gemacht. Einwandfrei aus der Luft gefischt. Oje. So, gehen wir mal lieber wieder auf die Totalkamera. Leider. Funktionieren aktuell nicht die anderen Kameras. Das finde ich ein bisschen schade. Ist anstrengend. Ich sag's euch, das ist gerade richtig anstrengend. Aber das kriegen wir schon in den Griff. Immer positiv gestimmt bleiben. Nochmal vielen lieben Dank an Conor McGregor für die Schorle. Ich freue mich. So. Erster Ballkontakt. Ui. Erster Ballkontakt. Jetzt, zumindest den ersten, den ich sehen konnte. Oh. Ne, Ü32 Pokalteam. Ich mache mich noch lustig übers Alter und dabei sind die schneller als hier die Kameras. Ich glaube, der Kameramann, der baut sich da hinten in der linken Ecke gleich noch Grill auf oder so. Eieieiei. Ja. Na, oh, schön. Kameramann, wo ist er? Da ist er. Ah, ihr müsst drangehen, Leute. Lasst die doch nicht da die Kunststückchen da machen.
Was? Oh. Ich sag's so, wie es ist. War knapp. war knapp. Eieiei. Hoher Ball, Flanke kommt. Oh! Oh, wow, 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 wow. Eieiei, war das eine Chance. Direkt genommen. Wie geht's eigentlich unserem Kameramann? Er steht immer noch da an der Ecke und freut sich seines Lebens noch. Nee, ich bin ja dankbar für jeden, der hilft und unterstützt. Aber vielen lieben Dank. Au! Oh, 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 oh. Spannung. Ja, geht doch nicht so einfach, wie man sich das vielleicht zunächst gedacht hat, ne? Halten gut dagegen, finde ich. Machen hinten sehr viel richtig. Dafür bekommen unsere ehemaligen Stars leider vorne nichts rein. Warum habe ich jetzt eigentlich so dreckig gelacht? Ich weiß es nicht. Warum immer die Publikumskamera? Die funktioniert, ne? Aber die, die funktionieren soll, die spacken so ein bisschen rum. Anstrengend. Und jetzt geht's wieder nicht nach oben, sondern weiter nach vorn. Nochmal ein Rückpass, aber ich verzichte jetzt auf das ständige Hin- und Her-Schwenken. Da wird es einmal schlecht. So. Ich glaube auch nicht, dass Bohmheim 11 Tore schießt. Natürlich schießt Bohmheim 11 Tore. Was soll denn das jetzt? Oh, das wäre auch viel zu einfach gewesen. War naiv gedacht. So ein bisschen negativ reden, das ist immer gut. Oh, der ist ihm wohl über den Fuß gerutscht. So sah es zumindest aus. Also irgendwo Stimmung. So, jetzt suchen wir mal allesamt den Ball. Oh, jetzt geht's aber. Oh, jetzt geht's zur Sache. Erster richtiger Angriff vom SC Bohmheim Roxheim. Und. Ah. Schön gemacht, schön gemacht. Kannst du nicht meckern. Heieiei. Ja, das Sippel, die Angstschweißperlen schon auf der Stirn gehabt. Kommt der Ball irgendwann mal wieder hierher? Nee? Doch. Da kommt er. So, es ist mit den Balleroberungen. Also ich glaube, Bohmheim-Roxheim kommt so langsam richtig rein. Ah, das war zu weit. Das war zu weit. So, Rodney. Sehr routiniert. Olli Schäfer. Also die Kamera gefällt mir am besten, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, 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 wollen die nicht verteidigen? Nein, Rettung in letzter Sekunde. Der hätte sehr, sehr teuer werden können. Uff. So, jetzt schaue ich mal. Wo ist die Hintertorkamera? Ja, dafür haben die Kanalmitglieder leider nicht gereicht. Also. Jungs und Mädels, es ist hier echt verdammt warm. So. Kamera funktioniert auch wieder. Sehr schön. Das habe ich hier leider. Ich würde das gern kommentieren, aber ich habe nicht mitbekommen, was war. Abseits oder was? Wer weiß. Wenn die One-Man-Show reinkickt. So, Ball läuft wieder, Ball fliegt. Und sie schalten sofort um. Ey, guckt euch das an. Guckt euch das an! Kommt der Ball, kommt der kurze Pass vielleicht auf den Kameraden hier? Ja, leider zu spät. Ball kommt rein.
Und Rodney, wie eine Bank, ey, wie eine Mauer. Guckt euch den Typen an. Wahnsinn. Verlernt hat er noch nichts. Und der leider auch nicht. Das ist ja... Oder vielleicht doch. Vielleicht doch was verlernt. Na gut, ich darf nichts sagen. Ich wäre in der... Ich glaube, nach den ersten 5 Minuten wäre ich schon platt. Oh je. Bleib mal auf der Kamera. Oh, oder doch nicht. Kamera disqualifiziert sich jetzt auch. Na gut, passt doch zum Kommentator. So, SC Bumheim-Roxheim ist wieder im Ballbesitz. Das machen die eigentlich gar nicht so schlecht, finde ich. Weiß ja nicht, was ihr dazu sagt. Ich flippe gleich mal aus. Wenn das jetzt noch einmal so passiert, dann... Oh! So. Hoher, langer Ball. Oh Gott, Tor ist frei und nix. Also Punkt 1 abseits, Punkt 2 hätte er das Ding eh nicht gemacht. Heide Witzka. Was ein Fehler. Da wirst du schwach. Ich würde euch so gerne ein scharfes Bild von da geben. Weil er die Kamera falsch eingestellt. Was willst du machen? Wir bräuchten jetzt noch so einen Funk, ne? Das fehlt vielleicht. Und die Kamera, die macht so, wie wenn sie besoffen wäre. Das ist auch nicht schlecht. Seifenblasen, schön. So wird die Kameralinse auch sauber. Oh! Da ist er aber motiviert in den Zweikampf. Der Ball ist im Rhein. Entschuldigung, ich kann Chat natürlich nur nebenbei verfolgen. So, wollen wir es mal nochmal mit dem anderen Kameramann probieren? Aber ich glaube, der ist... Oh, schön abgewehrt. War aber leider nichts. Ach, der Kerl. Ich glaube, dem gebe ich gleich mal Handy in die Hand. Gibt ein besseres Bild. So. Bumheim-Roxheim ist jetzt wieder im Ballbesitz. Macht, finde ich, viel richtig. Rodney blockt aber auch, wie wenn es um sein Leben ginge. Sippel holt den Ball. Es tut mir wirklich sehr leid. Das gruft sich ein, versprochen. So, Ball rollt, Angriff wird aufgezogen. Sydney Sam jetzt am Ball und, na? Ja, was macht er? Spielt nochmal langweilig zurück. Ah, wie langweilig. Ich mach gleich Simpsons an oder so. Ah, da geht's doch jetzt rund. Oh. Kein Foul gepfiffen. Geht weiter. Ich hoffe, bei euch ruckelt das Bild nicht. Bei mir ruckelt gerade hier alles, warum auch immer. Ich kann es euch leider nicht sagen. Schade, mir haben 2 Kameramänner kurzfristig abgesagt und jetzt alles improvisiert. Aber für das, was improvisiert ist, ich meine, besser das als gar nichts, oder? Und wer meckert, ja, der hätte sollen vorbeikommen. Wäre noch für einen guten Zweck gewesen, Lupferchen. Aber das Lupferchen vollkommen ungefährlich, kein Problem. Für den Torhüter von Bumheim-Roxheim. Vom SC. Der schmunzelt da nur drüber. Können wir gucken, mal nochmal, was die Grillkamera macht. Sehr schön. Das gefällt mir wirklich gut. Und das ist diese Achterbahnkamera. Da weißt du nie, wohin sie zeigt. Und dann ich immer. Warum werde ich dauernd eingeblendet? Das macht doch auch absolut keinen Sinn. Oh, da wird der Pfosten gefilmt. Ah.
So, Einwurf. Spiel wird schnell gemacht, ne? Ich glaube, da werden gleich ein paar Leute unruhig auf dem Platz. Es wirkt alles jetzt so hektisch. Oh, wie er sich durchkämpft. Und nochmal Nachschuss. Das ist simpel zu verreden. Meine Güte. War das eng. Heide Röslein. Ohne Spiel. Schnell gemacht. Es geht in den... Ui, Entschuldigung. Es geht in den Konter. Kamera ist verschwommen. Aber jetzt werden irgendwelche Leute hinten gefilmt. So. Au, auch sehr gefährliches Ding. Nochmal Nachschuss, nix. Was zu erwarten war. Keine Chance gegen diese Abwehr. Können sie auffahren, was sie auch immer wollen. Soll ich mal ganz kurz, dass ich Beweis habe für den Conor McGregor. Prost. Ja? Und vielen Dank an der Stelle natürlich an unsere Sponsoren, die diesen Stream erst möglich machen. Vielen, vielen, vielen Dank. Also mit sowas spielst du keine Abwehr aus. Also beim besten Willen nicht. Da brauchst du nicht mal Abwehr. Oh, Konter. Souverän. Schöner Angriff. Noch schöner geklärt. So, Eckball kommt. Oh, gefährlich. Gefährlich, gefährlich. Kameramann hat abgeschaltet, oder was? Ah, okay. Ich gehe noch. Das ist gut. So, Eckball Nummer 2 in Folge. Sollen wir doch mal gucken, wie es jetzt funktioniert. Und... Oh, klasse Reaktion. Oh, und das 1:0. Für Roger, Marco and Friends. Eieieiei. Aber gut. Erster Treffer für Roger, Marco and Friends. Torschütze mit der Nummer 9, Sritschan Lakic. Sehr schön. Also Torschütze ist Sritschan Lakic. Ein schöner Treffer, keine Frage. Aber der hätte müssen doch nicht sein. Mann. Aber ich denke, liebe Fußballfreunde, die Jungs aus Bogenheim-Roxheim verdienen einen extra Applaus. Absolut, richtig gut. Tolle Aktionen.
So. Und sofort wieder am Start. Hier ist gerade irgendwie Mayday. Weil Menschen seltsame Sachen manchmal machen. Also entweder... Naja. Komm, ich sag nichts. Oh! Kamera schwenkt schon hoch. Mir wird es gerade ein bisschen übel, wenn ich ehrlich bin. So, Ball läuft wieder. Relativ sicher. Sorry. Naja, alles gut. Machen Sie nur. Ist ja nicht so. Das war live. Oh, schönes Ding. So, oh, ich bekomme Besuch. Ja, willst du was sagen? Ja, schnapp da gerne ein Headset. Dann schauen wir mal. Schauen wir mal, ob wir dich eingeblendet bekommen. Fast. Guck mal, fast. Jetzt. So. Hallo. Servus. So, das ist Dirk Fuhr, meine lieben Freunde. Stell mal dich mal scharf. Und warum machen wir das? Weil wir es können. Oh, das wie lange haben wir? Nee, Quatsch. Das wird nichts mehr in der Woche. Wird nichts mehr? Ja, wäre cool. So, Dirk, bist du im Bild? Ja. Bist im Bild. Sehr schön. Das ist Dirk Fuhr. Er ist. Was bist du denn? Ich bin fix und fertig. Nee, alles gut. Ich bin ein bisschen geschafft. Es war sehr anstrengend jetzt, auch mit der Vorbereitung. Ja. Aber generell bin ich hier im Verein Jugendleiter. Und Mitglied im Fußballausschuss. Ja, und habe jetzt federführend hier bei diesem Event mit dem Roger zusammen das Ganze initiiert. Haben da, wie es der Roger ja vorhin gesagt hat, sehr, sehr viele Telefonate geführt. Er hat seinen Job gemacht, ich habe meinen Job gemacht. Unser Wunsch war hier einfach ein tolles Event auf die Füße zu stellen, ein schönes Erlebnis für die Fans. Ja, man sieht ja, wie viele hier sind. Wahnsinnig viel. Ja. Wie viele Tickets sind eigentlich verkauft? Also die ganz genaue Zahl kann ich jetzt nicht sagen, weil ich noch die Abendkasse jetzt nicht kenne, aber es werden so um die 1400 Ticketverkäufe sein, plus ungefähr 200 VIP-Gäste, die da sind. Und das ist super. Ja, also mehr, wie wir erwartet haben, aber natürlich freut man sich über jeden, der da ist und vor allem, was ganz, ganz wichtig ist, alles nette Leute, ja, die gerne hier sind, die das schöne Wetter genießen. Absolut. Ja. Wir sitzen hier im Schatten, ne? Wir haben es ein bisschen besser wie die Jungs da oben auf dem Platz. Fußvolk. Ja. Nein, nee, sehr schön. Ja. Lange haben jetzt die Vorbereitungen gedauert, so Pi mal Daumen? Ja, wir sind jetzt eigentlich schon ein Dreivierteljahr im Austausch, immer mal wieder ein bisschen miteinander gesprochen und dann hat sich das so Stück für Stück entwickelt. Wir wollten auch nicht zu früh die Katze aus dem Sack lassen. Zum einen wollte natürlich der Roger auch sicher gehen, dass die Jungs dabei sein können. Manche sind ja aus Kroatien angereist. Ja, wenn ich überlege, Jendrišek, der ist ja gestern noch auf der Autobahn gewesen. Ja. Sretschan kommt extra aus Kroatien rübergeflogen. Pavel Nevic. Also es ist super. Ja, es ist super. Ja. Ein tolles Miteinander bislang. Ja. Ne? Bisher auch noch keine bösen Überraschungen hier am Platz gehabt. Also ich hoffe, es bleibt so. Ein bisschen Glück hatten sie gehabt, aber der Tobi hat den super gestochen, den einen Schuss vom Kronewald. Ja, ja. Er hat schon geschwitzt. Ja, ja, aber natürlich, das Übergewicht ist deutlich spürbar. Ne? Ja, der Steini hinten, der hält was er kann. Ja, unsere Männer, der hat bislang ganz hervorragend gehalten. Ja, das muss man ganz klar hervorheben. Super Keeper. Und in dem Moment das 2, das 0 zu 2 für Roger, Marco and Friends. Ja. Aber verdient, ne? Dazu sage ich nichts. Ich habe gesagt, ich tippe auf SC Bobenheim-Roxheim. Naja. Ja. Also Sieger der Herzen sind wir auf jeden Fall. Da schon jetzt. Schon jetzt. Absolut. Ja. So. Was ist, wie ist so dein Gefühl? Wie lange geht euer Vereinsfest? Das geht jetzt bis Sonntag? Ja, also mein Gefühl ist wirklich top. Also A, haben wir super Wetter, ja, was natürlich toll ist. Ja. Wir haben hier eine ganz tolle Veranstaltung vorbereitet. Was Versorgung von der Gäste angeht, Essen und Trinken ist alles da. Unsere Handballer machen die Gastronomie. Unsere Gymnastikabteilung steigt morgen noch ein mit Kaffee und Kuchen. Die machen Bewegungsangebote für Kinder. Die haben am Sonntag noch so Mitmachkurse. Gymnastik ist bei uns im Verein übrigens ganz, ganz groß angesehen. Mhm. Ja, viele Mitglieder sind auch in der Gymnastikabteilung tätig. Natürlich, wir spüren hier den Fußball. Ja, wir haben von der Babini bis hoch in die Aktivität alle Mannschaften besetzt.
Also für uns ist es einfach toll. Wir haben morgen, geht es doch hier weiter mit im Firmencup von der Firma Fielmann. Mhm. Ja, da kommen hier dann 24 Mannschaften, die sich hier duellieren, die einen Fielmann-Firmencup ausspielen über 2 Tage. Heute ja. Abend sind noch die Mandis am Start mit Musik. Die machen so Covermusik ab der 70er. Ja, immer schöne Unterhaltung. Wir wahrscheinlich später auch noch ein bisschen mitfeiern. Ja. Und, ich? Ja. Nö. Nee, nee. Ich bin nur zum Schaffe durch. Ja, ja, genau. Und morgen geht es dann halt auch weiter. Da haben wir noch einen DJ, der dann nochmal will hier den Damm beben lässt. Ja. Und also wir freuen uns, das ist alles viel, viel Arbeit gewesen, aber ein tolles Event. Und ja, wenn man sieht, wie das medial jetzt auch hochgepoppt ist, wo es überall publiziert wurde, jetzt ist hier SWR Fernsehen da und Presse. Also man kann es sich eigentlich gar nicht schöner wünschen. Ja, ja. Ja, und vor allem noch live hier ja, von dir übertragen. Ja, ja, natürlich. Das ist ein Traum. Man tut, was man kann, aber ich habe es ja vorhin schon mal gesagt. Ne? Kurz vor Anpfiff nochmal alles ausprobiert, ne? Funktioniert ja, alles ja, ganz wunderbar. Ja, wir haben eine halbe Stunde getestet, alles ganz wunderbar. Zack, neuer Link. Ne? Es gibt jetzt einen neuen Link, weil die Verbindung abgerissen ist. Ah, katastrophal. 2 Kameras ausgefallen, mittlerweile geht die Hälfte wieder. Also es ist wirklich... Es geht. Hart, es ist hart. Aber es lohnt sich, ich finde bislang macht das echt viel Spaß. Ja. Das Ganze ist aber jetzt nicht irgendwie total eigennützig, sondern es ist ja auch für guter Zweck, das Ganze. Ja, wir sind natürlich als Fußballverein auch für soziale Themen verantwortlich. Ja. Wir haben natürlich einmal das Thema, dass wir uns sehr stark hier für die Jugend engagieren. Wir wissen, wie wichtig es ist für die Kinder, einfach eine Heimat zu haben, wo sie hin können, wo sie ihre Freunde treffen können, wo sie miteinander Zeit verbringen können. Deswegen ist Jugendfußball etwas Elementares, was leider in viele Vereine immer mehr verloren geht. Nicht, weil die Vereine es nicht wollen, sondern weil halt das Ehrenamt immer weniger getragen wird. Ja, ja. Das geht halt nicht einfach so, ich gehe mal 2 Stunden in der Woche auf den Platz und mal ein bisschen Training, da gehört ganz, ganz viel dazu. Vereinsarbeit heißt auch Vereinsleben. Ja? Und da sind wir dran, unsere Kultur, sagen wir mal, wieder richtig zu befruchten. Ja? Wir sind auf einem super Weg, es ist ein toller Club, tolle Leute hier, macht einen riesen Spaß. Wir haben jetzt aber heute natürlich die Reinerlöse, die gehen an den Sozialverein Kunterbund. Ein wichtiger Verein, der sich hier um soziale Projekte kümmert im Ort, den wir gerne unterstützen. Und zusätzlich haben wir hier noch einen Förderverein für den Fußball gegründet, der sein Schwerpunktthema eben bei der Jugend sieht, der ganz viele tolle Projekte unterstützt. Ich bin ja ein bisschen jetzt befangen, weil ich bin ja auch noch 2. Vorstand von dem Verein. Ja, also man sieht, ich mach da relativ viel, um hier was zu bewegen. Aber die Dinge, die wir tun, sind extrem wichtig und die Gelder, die wir da generieren, die helfen natürlich ganz elementar. Einfaches Beispiel, wir haben jetzt alle Jugendmannschaften mit Erste-Hilfe-Taschen ausgestattet, ja, die professionell eben zusammengestellt sind. Und solche Dinge kann man normalerweise ohne Förderverein gar nicht heben, weil über die Mitgliedsbeiträge geht es gar nicht. Ja. Ja, aber alles toll, also wir sind total happy und mich freut es, dass die Menschen hier sind, dass sie Spaß haben und dass sie das genießen können. Ja. Ja, und für mich auch schön, wie locker und natürlich auch die ganzen Jungs da jetzt sind. Also voll mit dem Tobi gequatscht. Ja, ist kaum zu glauben. Ne? Ja. eigentlich kennt man es ja nur aus dem Fernsehen. Sehr schön. Ich habe mit einigen von Ihnen damals sehr viel erlebt. Von daher ist das für mich auch recht emotional, der Tag heute. Also es ist schon Wahnsinn. Also nochmal ganz kurz hier auf die Veranstaltung. Du sagst, Sozialverein, Kunterbund, die machen wirklich extrem viel. Ich habe mich versucht, darüber schlau zu machen. Die machen ja im Prinzip alles. Die setzen sich für so viele verschiedene Sachen ein. Ja. Ja. Also wer da möchte, gerne mal aktiv werden. Ja. Spenden kann man immer, auch außerhalb dieser Veranstaltung. Ja, oder mitmachen, ne? Oder mitmachen. Ja, mitmachen ist natürlich ein bisschen mehr wie Spenden, aber Spenden ist auch gut. Ne? Ne, absolut. mit Geld kann man sich ein bisschen befreien von der. So ist es. Ja, war schön, hier zu sein bei dir. Ja? Das freut mich, dass du hier bist. Ja. Und ich konnte dieses Spiel hier parallel verfolgen. Einmal auf dem Monitor und einmal hier live vor Ort. Ja, das ist ja unglaublich. Es wird nur erst dann schräg, wenn zuerst was hier passiert und dann da. Also dann, ich jubel nicht vorher. dann wird's ganz schräg. Ja. Marc, schön, dass du hier bist. Ganz toll. Ich denke, die Leute sollten das auch wissen. Auch du machst das hier für einen guten Zweck. Ja? Finde ich großartig. Also ihr habt euch ja da angeboten, dass ihr sagt, ihr wollt das gerne machen. Das ist euch eine Herzensangelegenheit. Und es ist einfach wunderschön, wie viele tolle Menschen hier zusammengefunden haben für dieses Projekt. Ja? Und jeder sieht einfach, sage mal, nur die...
ja, den guten Zweck, ja, die Sache an sich und gar nicht seine persönlichen Interessen. Und das ist einfach wunderschön, dass es sowas in der heutigen Zeit gibt. Ja. Und ja, was soll das einfach nochmal sagen? Auch die Jungs, da war von keinem jetzt irgendwie eine Erwartungshaltung, dass er irgendwie eine Prämie kriegt oder was, wenn er hier kickt oder so. Das war nie ein Thema beim Roger. Ja, war immer nur, wir wollen ein schönes Event haben, wir wollen hier gemeinsam Fußball spielen, Spaß haben. Ja, ja, und das ist total schön. Ja. Das ist ja. Es auch. Also in der materiellen Zeit, in der wir leben. Ne? Ja. Wahre Worte. Ja. Nee, also vielen lieben Dank an alle, die da sind. Ja, ich freue mich. Kann ich mich nur anschließen. Ich finde, es ist Wahnsinn, wie viel Zeit in dieses Projekt geflossen ist. Oh, 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 und... Oh, oh, oh. Oh. Ja, da hast du lange gebraucht, oder? Tja. Ah. Ja. Wenn es jetzt so heiß wäre, könnte man sagen, wir schwimmen, ne? Ja, toll. Ja. Also wenn ihr noch ein Trikot in S habt, ich spiele mit. Ja, wird schwer. Wird schwer. Du meinst mit dem Anziehen? Ja, das stimmt. Ja, so insgesamt. Insgesamt. Ja, jetzt gehen auch langsam die Kräfte ein bisschen weg. Man merkt, ja, die Laufwege passen nicht mehr. Ne? Eieiei. Ja, Fußballer hätte den vorhin reingemacht. Ja. Sag ich da, wie es ist. Ja. Ich hab ja ganz bewusst darauf verzichtet zu spielen, weil das hätte nicht gut ausgesehen. Oh! Oh. Oh! Den kann man mal machen, Sid. Ja, 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 der SM. Ja, den kann man auch machen. Ja, ja. So, Kameramann, was ist denn los? Bist du müde? Ja, klar. Ah, aha. Unsere verschwommene Kamera. Die kannst du mir im Übrigen mal kurz geben. Dann kann ich da mal gucken, wo... 50%. Ja, das ist doch gut. Ja, mehr wie ich. So, wollen wir doch mal gucken, wie das hier eigentlich funktioniert. Eieieiei. Ne? Guck mal, wenn du an dem Ring da drehst, ne, kannst du scharf stellen. Ach. Ist mal ernst. Das ist unglaublich, was die Technologie heute kann, ne? Hä? Stell nichts an die Kamera rum. Das war dein. Ja, Mann. Ich hab das ja jetzt gezeigt. Ja, ja, und so U23 spielt ja nächste Woche noch in der Südwestmeisterschaft. Ne? Ja, die sind ja da mit den besten 10 Mannschaften hier aus dem Kreis. Sind die dann hier in einem Turnier, ja, wo wir auch abends noch ein schönes Programm haben. Also wer Zeit hast und Lust, ist herzlich eingeladen herzukommen. Ja, und wir drücken denen natürlich die Daumen. Es wird schwer, da sind natürlich coole Mannschaften dabei, richtig starke Mannschaften dabei. Ja, aber die U23 Südwestmeisterschaft für den Kreis auszutragen, ist auch was Schönes. Ja. Ja, und dadurch, dass wir Pokalsieger geworden sind, sind wir natürlich auch mit von der Partie. Ja, das ist natürlich besonders schön. Ne? Absolut. Ja. Sehr, sehr schön und toll. Was war das? Aussetzer. Fehlpass, würde man sagen. Aussetzer. Ach, Fehlpass, das klingt viel zu human. Der ist müde. Das ist müde. Nee, der pumpt, der ist fertig. Der wollte nicht mehr laufen jetzt. Ja. Das ist so schön. Ja. Das ist wirklich schön. Oh, lieber, ausgewechselt wird. Ja. Ich mach mal weiter, ich guck mal, was die Veranstaltung macht. Es war schön, bei dir zu sein. Und schön, dass du hier warst. Vielleicht sieht man sich nach dem Spiel nochmal. Auf jeden Fall, ich bin noch da. Also, ciao, mal rein. Ciao, tschüss. So. Jetzt wollen wir mal gucken, ob das hier weiter läuft. Funktioniert. Oh Gott, hier wird jemand. Was war denn das? Hier wird zwischendurch einfach mal mit dem Spieler geplaudert. Bin schon gut am Pumpe. Oh je. Oh, aber ich glaube, das hat mehr motiviert. Denn jetzt ging es aber mal ganz schnell. Uff. So. Ah ne, alles klar. Ich dachte, du wolltest was von mir. Oh Gott. Oh, wenn ich jetzt im Chat die Kamera zeige, er meint, er kauft dann leicht die Kamera, wenn ich die jetzt ins Bild halte. Ne? Oh, Moment, wer liegt auf dem Platz? Roger? Nee, wer ist es?
Sydney Sam, ist er kaputt? Nee. Alles gut? Alles gut. So, der Herr Lakic. Olli. Wieder Lucky. Alles mit I. Olli, Lucky, Sammy, Lucky. Ein Upsi. War schön aufgebaut. Oh, ein Yeji. Hallo, Marc Litzvogel. So, einen Moment. So, Ketzert. Wo sind wir? Mehr haben jetzt wahrscheinlich der Eckball. War gerade dezent abgelenkt. Ball kommt und. Ja. Na? Schüsschen nochmal auf die Außen. Oh, war das fair? War alles fair. Ist jetzt natürlich auch so. Doch! Abseits. So, jetzt sind wir mal gespannt. Ist jetzt hier weitergeht. Na, oh. Was war? Oh, Schuss, super gehalten. Muss man sagen, auch nochmal nachgefasst. Einwandfreie Reaktion. Mega gut. Absolut. Verdienter Applaus. Richtig toll. Also ich glaube, wenn die hier einen Fanshop haben, muss ich hin. Ist so. Klar. Ja, du bist gerade im Bild. Ihr seid doch gerade vom Kamerateam. Nee. Nee. Du hast irgendwo SV stehen. Ich habe irgendwo SV stehen? Das ist aber SC. Ich habe hier SC. Ich habe gehört, wo ich bei jemandem was kann. So. Wo muss ich mich jetzt drauf konzentrieren? Also das sind wir jetzt irgendwie langsam zu viele Leute hier. Und ich meine es nicht böse. Fingemo, ja, genau. Genau so. So, sollte euch trotz dieser kleinen Problematiken hier, die heute hier so entstehen, der Stream so ein bisschen gefallen oder generell die Aktion, gerne Daumen nach oben da lassen. Ich sag's mal so, aktuell kann es nur besser werden. Also von meinerseits hier vor Ort ist alles ganz wunderbar gemanagt. Wir haben ja gerade hier Dirk Fuhr gehört, zweiter Vorstand des SC Bomheim Roxheim. Hoher Ball, Kopfball und super, Alter, was ist dieser Torwart? Jetzt mal ohne Mist. An dem muss da halt erstmal vorbei. Da muss man auch mal so sehen. Ja? Es tut mir wirklich leid, wenn die Kameraleute nicht abgesagt hätten, ne? Könnte man jetzt so ein bisschen mit der Blende spielen und so. Ja. Marc, ich kann leider nicht mehr filmen, Kamera ist kaputt. Aber, ne, do, äußerer Ring, ne, also, alles gut, genau, genau. Ja, doch, mach was. Aber kein Saldos damit, das wäre sehr nett. Ja, alles klar. So,
Weiter geht's im Text. Habt ihr eigentlich alle schon Daumen nach oben dagelassen? Für die Sache. Der gute Wille muss erkennbar sein. Oh, 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 oh. Hier sind aber auch viele Leute. Meine Güte. Und dann wissen sie nicht, wo sie langlaufen sollen. Dann laufen sie mal leider durch den gesperrten Bereich. Das ist zwar störend, aber ich meine, was willst du machen? Was willst du machen? Kannst du ja den Kids jetzt nicht irgendwie sagen. Geh weg. Komm ich in die Backofe. Wie bei Hänsel und Gretel. Natürlich nicht. Und... ein Schelm, wer da lacht. War doch kurz gedacht. Schlecht gemacht. Sehr schön. Wollen wir mal vielleicht gucken, was unser... Ja, gut. Und das 0-3. Und wir haben es nicht mitbekommen. Oh mein Gott. Jendrischek hat getroffen. Eieiei. Wissen wir was? Ich glaube. Nee, aber irgendjemand hat mein Handy. Ah, Quatsch, das habe ich ja hier. Leute, ganz kurz. Ich muss unterbrechen, ich muss versuchen, hier einen Kameramann anzurufen. Der hat tatsächlich die Funke aus. Und ja, das kann funktionieren. Also das ist, oder das kann passieren. Warum nicht? Alles Ehrenamtler, passiert halt nur. So, jetzt sieht es aber aus, wie wenn der Empfang wieder da ist. Es ist wirklich anstrengend. So, wir hören wieder Zeit. Bedeutet, der Ball ist irgendwo in der Ruhezone. Kommt jetzt rein? Nee, kommt nicht. Doch, da kommt er doch. Oh, gut geblockt. Sag mal, hinter Torkamera. Sehr schön. Normalerweise hätten wir zwei von denen. Wie er läuft. Oh, wie er fällt. Oh, wie er nur liegt. Das sind so schlaue Sprüche. Oh, Schuss aus der Distanz.
Heieiei, Entschuldigung, wenn man Instruktionen über das Telefon geben muss. Ja, Süppel lässt sich sonnen. Sehr schön. Was passiert da? Was erlaube? So, ich kann euch verraten, dass der Ball hier ist. In Hälfte der Gäste. Gut rausgefischt. Oh weh. Ui, super reagiert, finde ich. Also, oh, er wollte nochmal querlegen. Aber der Ball bleibt heiß. Und entschärft. Oh, Halbzeit. Halbzeit. Aktuell der Stand 0-3. Uff. Also wirklich mega gutes Spiel, finde ich. Und jetzt haben wir erstmal etwas Pause. Und ehrlich gesagt bin ich da nicht traurig drum, denn es ist wirklich. Oh! Ja, hallo. Finde ich gut. Ich wurde gerade begrüßt, finde ich nett. Ich bin patschnass geschwitzt. Ehrlich gesagt, will ich irgendwie mal was Frisches anziehen, das wäre geil. Okay, Chat. Was sagt ihr aktuell zur Übertragung zumindest? Ne? Also die Problemchen jetzt mal außen vor. Seid lieb. Besser als nichts, oder? Ha? Wo ist die Aufstellung? Was? Schlechte Regel? Was? Wo ist die Aufstellung? Also was? Marc, du musst mehr Schorle trinken. Die wird getrunken, aber nicht von mir. Das ist das Problem. Ich habe nur zweimal dran genippt. Ja? Da gibt es Herren und Damen, die sich an meinem Glas laben. Ist das jetzt... Steffen, ich glaube, Steffen will gleich gehen. Ja? Bleibt, wie es mal tut. Fresh werden wir hier nicht. Ich habe keine Ahnung, warum ich gerade hier besser als ALD und ZDF zusammen. Ich glaube, der Steffen will doch bleiben. Der will gar nicht weg. Die kann ich mal kurz geben, die Kamera. Kameramann ist wieder am Start. Sehr schön, hast du gut gemacht. Also muss ich sagen, ich habe den Leuten noch gesagt, ich glaube in der zweiten Hälfte, ich glaube, da tut sich richtig was. Doch, und jetzt zum Ende der ersten hin war es doch schon mega gut. Sieht man irgendwie, wie viel Akku das Ding jetzt noch hat? So sieht es im Übrigen aus. Was denn, seht ihr das? Ich habe meinen Monitor aus. Hier. Brutal! Geht doch. So schwer ist doch die gar nicht. Sagt der Kaftamo leichtere Funke. Also sowas. So. Jetzt haben wir das Ding jetzt erstmal ausgemacht, ne? Ah. Jetzt gucke ich in den Chat. Achso, 25. Spielminute, oder was? Was denn? Achso. Ich dachte, ich werde gerufen. Super, die U17 rockt das. Oh, wie steht's? Ich hab's nicht gelesen. Patrick, wie steht's bei der U17? Oh mein Gott. RTL kann einpacken. Ha, die müssen ja gar nicht auspacken. Bin doch schon do. Falls jemand noch so viel Spaß hat wie ich, Daumen nach oben hinterlassen. Ha? Im Leben nicht. Noch einer, der an der Schorle trinken will. Wer will noch alles in den Sabberen? So einer tunkt die Bockwurst hin. Wäsche. Die trinke ich jetzt selber. Musst du mir vorstellen. Das gibt's nicht. 2-1 für die U17. Mega gut. Die U17 spielt. Steht 2-1.
Das habe ich auf meinen Laptop gespuckt. Super. Ein Glück hat der liebe Jürgen vorhin. Ein ganzer Stapel, der jetzt weg ist. Was suchst du? Ein Haufe Zewa mitgebracht. Ja, lieben Dank an der Stelle. Gute Besserung, Manuel. Hoffentlich lenkt der Stream dich gut ab. Das hoffe ich natürlich auch. Steht 2-1 für uns. Sehr gut, Dankeschön. Oh. Es geht gerade so ein bisschen Wind. Jetzt muss man, genau, hier im Umkreis sofort jeder die Arme nach oben. Kaum geht der Wind, gehen überall so. Ah, sehr schön. Könnte ich mich wegschmeißen vor Lache, echt. Voll gut. Ah, gut, ich glaube, ich mache jetzt auch mal kurz Pause, wenn es recht ist. Ich denke so in 10 Minuten oder was bin ich wieder da. Wenn es okay ist. Ja? Gut, in der Zeit sage ich im Übrigen noch nochmal herzlichen Dank an unsere Sponsoren. Ein besonderer Dank geht an unsere großzügigen Sponsoren, die uns bei diesem Stream unterstützt haben. Das ist einmal Heidong, Gumdo, Hando, Ebernburg. Langsam geht's. Am Anfang habe ich gesagt Ding-Dong und das ist nicht despektierlich gemeint. Das hat mein Hirn kann das nicht verarbeiten, ist mein Ernst. Und das ist eine Kampfsportart, richtig? Schwertkunst, ne? Schwertkampf. Koreanische Schwertkampfkunst. Danke. Wer ist da nochmal? Andi. Lieben Dank. So, dann natürlich an den Michael. Lieber Gruß und vielen Dank an Merz Entrümpelungen, Transporte und Gebäudedienstleistungen. Was ist denn an dem Wort so schwer? Also sowas, also heute, vielleicht ist es einfach wirklich zu warm. Wolfgang Rothberg, Planungs- und Sachverständigenbüro. Wolfgang, also ich weiß ja nicht, aber ich habe hier Karte für dich, ne? Du wolltest schon vorbeikommen. Ach so, gut, ich bin ja drin. Ups. Ja, Quatsch, es war so ausgemacht, wenn er vorbeikommen will, komm vorbei. Karte sind da, ruf kurz an, aber aktuell muss ich sagen, war keiner hier, ja? Hat keiner angerufen. So, dann AXA Agentur Summa Grünstadt und in Kaiserslautern. Lieben Dank an de Thomas und vielen Dank an der Herr Dr. Koll. Alcatraz Hotel, Kaiserslautern. Ganz, ganz großartig. Ohne das Engagement und die Großzügigkeit unserer Sponsoren wäre der Stream nicht möglich gewesen. Wir sind Ihnen von Herzen dankbar und für Ihre Unterstützung natürlich und freuen uns über die Zusammenarbeit. Ganz, ganz vielen Dank und einen digitalen Applaus. Oh, das geht. Wow. Nur für euch ist das jetzt, ja. Vielen, vielen Dank. Auch an jeden, der Daumen nach oben hinterlässt, den Kanal kostenfrei abonniert. Ist kostenlos, aber nicht umsonst. Morgen erscheint beispielsweise eine neue Folge Rabona für jedermann und jede Frau. Ja. Sehr interessantes Thema. Kanalmitglieder dieses YouTube-Kanals konnten schon eine Zeit lang die Folge genießen. Bislang ist die Rückmeldung eigentlich recht positiv und dafür bedanke ich mich natürlich auch bei euch fürs Interesse. Besucht bitte die verlinkten Sponsoren in der Videobeschreibung. Da gibt es die Links zu ihren Produkten, Dienstleistungen, Angeboten, was auch immer. Da erfahrt ihr auf jeden Fall mehr zu jedem Einzelnen. Und nochmals vielen, vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Ganz großartig für guter Zweck. Besucht bitte den Sozialverein Kunterbund. Also wenn er hier in der Region lebt, geht hin, fragt, ob er was helfen kann. Tatkräftige Unterstützung haben wir eben ja vom Dirk gehört. Immer recht herzlich gern gesehen und willkommen. Und ja, spenden geht eigentlich immer. Goodie. Steht immer noch 2-1 bei der U17. Sehr gut. Freut mich. Sehr, sehr gut. Ja, liebe Fußballfreunde, wir haben beide Mannschaften sich ganz langsam auf die zweite Halbzeit hier vorbereiten. Wird ich angerufen. Ich mache jetzt mal kurz Pause und dann sehen wir uns nach der kurzen Pause. Ah, bis gleich.
So, Leute, wir sind wieder da. Vielen lieben Dank, dass ihr noch dran geblieben seid. Tuppeschoppe ist mittlerweile leer, man hört's. Und es geht wieder weiter. Es geht los. Tobi rennt noch irgendwie gefühlte Ehrenrunde. Jetzt müssen wir warten, bis er im Tor ist. Meine Fresse, also, wenn der das in Gladbach macht, ist das kein Wunder, dass er auf der Bank sitzt. Ne? Wenn der nicht rechtzeitig im Tor steht. Mann. Ist aber schön, ne? Richtig schön, dass es sich Zeit nimmt. Und Anpfiff, es geht weiter in Bromheim-Roxheim. Jetzt sind aber natürlich andere Leute auf dem Platz. Das heißt, es wurde einmal durchgetauscht. Und für die Zuschauer, die jetzt neu dazu gekommen sind, wir spielen 2x45 Minuten. Gibt dann, denke ich, nochmal eine kurze Trinkpause oder sowas, war das vorhin. Und für kleine Kamerafehler und unpassende Kommentare. Ah ja, gut. Nee, für die entschuldige ich mich nicht. Die ist ein Standard auf dem Kanal. Und nochmal durchkauen, dass da Kameraleute zugesagt haben, die dann nicht da waren. Darauf habe ich eher wenig Bock. So. Ich habe mal eben ganz kurz auf unsere Funkkamera, während ich die Blende der Totalen etwas verstellen muss. Eieiei, das ist ein Act, sag's euch. So, jetzt ist es vielleicht leicht überbelichtet, aber ich meine, dafür sehen wir jetzt im Schatten was. Was macht eigentlich die Funke? Was macht die Funke? Da ist sie, oh Gott. Und was passiert? Na, nichts passiert. Es ist ein fröhliches Rumgebolze. Ich glaube, Alex Bogera steht jetzt mit auf dem Platz. Kann das sein? Habe ich das jetzt richtig gesehen? Schauen wir mal. Oh, sehr schön. Oh, und hier sieht man mal, was hier los ist. Und ich bin da hinten an diesem kleinen Häuschen, das da eben im Bild war. Nicht immer. Oh! Direkt abgenommen. Und trotzdem nicht getroffen. So. Und jetzt bin ich mal gespannt, was hier noch geht. Im Übrigen sind wir ausverkauft. Also kommt nicht mehr vorbei, bitte. Reicht jetzt. Alles ist voll. Vielen lieben Dank für diese Unterstützung. Toll, dass jeder, der hier ist, sich auch Tickets gekauft hat und am Start ist. Vielen, vielen lieben Dank. Sage ich jetzt einfach mal stellvertretend für den SC Bobenheim-Roxheim. So, Ball kommt über die Außen. Ball kommt. Super abgewehrt. Also muss man sagen, was diese Jungs da aus sich rausholen. Ne? Wir haben ja vorhin von Dirk vorgehört. Oh, was ist denn jetzt los? Warum tanzen da unten Mädchen rum? Oh, Publikumskamera. Oh, 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 hier wird angezeigt zu mir. Eigentlich müsste man sie so ein bisschen hier ablenken. Einfach muss er sagen. Zeit! Das machen wir aber natürlich dann, wenn der SC vorne rumgurkt, ne? Im Strafraum der Mannschaft von Roger, Marco and Friends. Die Kamera ist wirklich unter aller Kanone, ne? Kameraführung von mir. Eieiei. Über Remote im Übrigen. Ui, das wollte ich jetzt nicht sehen. Das will ich sehen. Das will ich sehen, wie er sich durchkämpft. Guckt euch das an. Aber gescheitert. Gescheitert an einer Bombenabwehr. Die leider schon drei Dinger kassiert hat. Aber ich finde,
Ui, mega Parade. Super Einsatz, muss man sagen. Kommt noch was auf Tor? Nee, souverän. Schön weg mit dem Ding. Sehr gut. Sehr, sehr schön. Tut mir leid, wenn manche Bereiche des Bildes etwas überbelichtet sind. Wie gesagt, an allen Kameras kann ich nicht zeitgleich sein. Roger, Marco and Friends jetzt wieder am Zug. Verrecken mir halt einfach zwei Kameras. Ne? Es ist wirklich unglaublich. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß. So, Ball kommt. Oh! Wollte der Kleine mich kicken? Eieiei! Solange der Kameramann nicht auf den Platz rennt, ist alles gut. So, wo sind wir dann? Da sind wir. Ja, man hört wieder Zeit. Ne? Also Kommunikation findet auf jeden Fall statt. Oh, was war denn das? Nein, nix, mach zu, komm! Jawoll! Ab! Sauber gelöst, gut gelöst. Sehr, sehr schön gemacht. Oh, wird's jetzt nochmal gefährlich, weil man jetzt kurz geschludert hat? Nein. Alles im Griff. Alles im Griff. Was macht die Grillkamera? Jawohl. Super. Ich hab's versprochen, ne? Mittlerweile ist die Kamera unten am Platz besser als die hier oben. Oh, ich nehme alles zurück. Wurde eben der Mittelkreis gefilmt. So, es gibt Abstoß. Genau, Silas, bleib mal stehen. So, Ball kommt. Boah, wie die sich reinhauen, ne? Es ist wirklich Wahnsinn. Und da sind sie schneller als meine Kamera. Hier. Ja. Es ist Alter. Up. Was war das? Na? Oh, da kommt der Ball. Jawohl. Boah, mega. Was ist das für ein Torwart? Jetzt war ohne Mist. Meine Fresse. Der macht mir so heute so richtig Spaß. Richtig gut. Gefällt mir. Toll. Es gibt Eckball. Wollen wir mal wagen und gucken, was so unsere Grillkamera macht. Und ist nicht mit in der Ecke. Oh, der Ordner. Noch grinst der Ordner. Das ist gut. Wer schießt denn? Ich kann es nicht erkennen. Könnt ihr das zu Hause erkennen? Ich kann es nicht. Hier oben kann ich es nicht erkennen. Ball kommt und nix. Okay. Zeit! Oh! Rutscht ihm über den Spann. Cool. Schön, dass wir so ein tolles Bild haben. Und es gibt natürlich Abstoß, wird die kurze Variante gewählt, vielleicht um das Spiel etwas langsamer aufzubauen nach vorne. Wird es gelingen? Fragezeichen. Ich ärgere mich gerade immer noch über die Kameras. Ah ja. Oh. Nix. Das war ja nur nicht mal eine Chance. Das war ja, ich weiß auch nicht, was das war. Es war. Punkt. Und es wird sich die Kugel weiter hin und her geschoben. Ich motiviere mal eben unseren Kameramann.
schreibe ihm eine kleine SMS mit Mega. Macht er ja auch gut. Kann man ihm nett absprechen, ne? Was ist los? Was? So. Kameramann will wissen, echt? Natürlich. Jetzt ist es besser als bei Sky. Vorhin auch besser als bei RTL. Gut, da gehört nicht viel dazu, aber jetzt ist das doch Sky wer? So, die Kugel rollt. Na, in der Vorwärtsbewegung. Was passiert? Was passiert? Nix passiert. Ja, das ist nix. Das reicht nicht für diese Abwehr. Man müsste euch mal ein bisschen anstrengen. Was ist denn los? Seid ihr wirklich so alt? Ist das schon so lange her? 2010? Ist das so lange her? Wenn ja, mir sieht man es nicht an. Ich bin der Einzige, der noch richtig fit ist. Also ich sag's, es ist Trikot in Größe S und ich bin da. Roger, stell mich auf. Nee, Marco. Marco, ich bin da. So. Uff. Oh, es wird sich durchgebissen. Rückpass. Rückpass zum Torwart zeigt immer so ein Stück weit Unsicherheit. Ich will es nur am Rande mal erwähnt haben. Naja, gut, beim Stand von 0-3 mag es ein bisschen lächerlich klingen, aber es ist doch so. Die wollen keins kassieren. Die möchten keins kassieren. So. Kugel rollt. Ui. Ball ist weg. Und? Oh! Den Ball in die Magengrube. Eieieiei. Wer war es? Jendrischek? Das gibt's doch nicht. Der ist ja aktuell noch aktiv. Ja, der wird jetzt gleich ausgespielt. Da hat er gar keinen Bock mehr auf Fußball. Ich glaube, der beendet heute Abend seine Karriere. Das Spiel endet 4-3. Ich lenke mich fest. Oh, wie? Oh. Ball weg. Ball ist tatsächlich weg. Ich habe nicht gewusst, dass ich sowas wie Orakel bin, aber der Ball ist tatsächlich jetzt einfach mal weg. Jetzt müssen wir warten. Da ist er wieder. Ein Glück haben wir mehr als einen. So, Einwurf. Oh, Ball ist, ich würde sagen, irgendwie so halbgefährlich. Also, wenn die da irgendwie nur so rumlümmeln, du kannst überhaupt keinen, ich glaube, die wissen einfach nicht, wohin. Guckt euch diese Hilflosigkeit an. Beim Stand von 0-3. Das klingt total blöd. Aber ich bin großer Fan des SC Bobenheim-Roxheim. Was soll ich sagen? Soll ich jetzt hier diese Leute da stark reden oder was? Im Leben nicht. Yes! Die U17 führt mit 3-1. Sehr schön. Im Chat werdet ihr hier ja auf dem Laufenden gehalten, wie es gerade bei der U17 steht, durch Patricks Hirmes-Modelle. Vielen lieben Dank dafür, mein lieber Freund. Richtig cool. Und wer in Wiesbaden 3-1 führt, also der darf heute Abend auch mal eine Schorle trinken. Oh, nee, Moment, U17.
Nein, dürft ihr nicht, aber ihr dürft gerne zugucken, wie ich eine trinke. Solidarisch, wie ich bin, werde ich für die U17 heute Abend schon alle trinken. Nach dem Abbau. Sonst vergesse ich die Hälfte. So, na, Ball kommt. Pff, die Abwehr lacht sich kaputt. Achso, und anders als bei Sky sage ich im Vorhinein, dass ich befangen bin. Ochse! Eieieiei. 13 zu 11. Absolut. Die Kids hier haben auf jeden Fall Ahnung, wie es hier so läuft. Die wollen doch nur die Motoren dieser Kamera hier ärgern, dem hin und her. Jawohl. Und schön rausgespielt, schön befreit. Jetzt wäre halt ein langer Ball nach vorne geil gewesen, aber es startet eh keiner durch, ne? Nein, sauber gespielt. Sauber gespielt, wir haben einen Videobeweis. So, was passiert? Alles gut. Alles gut? Wer hat sich wehgemacht? Niemand. Es wird diskutiert. Da wird nicht diskutiert. Was sind das? Was sind jetzt das für Marotten? Ich weiß nicht, hier kommt jeder vorbei, ne? Es ist Wahnsinn. Hund schnüffelt mal am Arsch rum. Es ist eine Freude. Es ist wirklich eine Freude. Warum sperrt man überhaupt noch irgendwas ab? So. Eieiei. Ich warte auf den Moment, in dem ich hier auf diese Kamera umschalte und er sitzt am Grill. Das dauert nicht mehr lang. Das dauert nicht mehr lang. So, Einwurf. Falls ihr ein bisschen Spaß habt, Daumen nach oben, tut nicht weh. Und den Kanal gerne abonnieren. Morgen neue Folge Rabona. Ich sag's mal so, es geht um ein Gespräch mit einem Spielerberater. Da kann man, wenn man sich das anschaut, ein bisschen mehr erfahren über diesen Zweig des Fußballgeschäfts. Oh mein! Mega! Hei, 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 hei. Also der Torwart bei Bobenheim ist der Kracher. Torwart ist der Kracher. Ich gehe später hin, dann mache ich auch so. Weißt du, so wie sie halt immer machen im Stadion. Ich will der Trikot. So, es wird ausgewechselt. Ah, mega Typ. Ich weiß nicht, wie sie den verpflichtet haben, aber... Bobenheim-Roxheim wechselt. Wer werden wir gleich hoffentlich von Horst hören? Hoppa, kommt. Oh, 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 oh. Er musste nachfassen. Aber nichts passiert, alles cool. Von daher sind wir mal. Ja, doch, entspannt. Entspannt. Ja. So, bald wird wieder gefährlich. Ja, ich habe das Gefühl, diesmal ist es wirklich... Oh! Ah, es kühlt ein bisschen ab. Ist das schön. Ja, es wird ja wieder kurz gespielt. Ja, sie bauen das Spiel halt langsam auf. Das ist auffällig, finde ich.
Sie möchten in keinen schnellen Konter gelangen, aber schieb mal der Ordner vor der Linz weg. Guck mal, ein hübscher Rücken kann auch entzücken. Jawohl, komm, mega. Jawohl. Ach, unglücklich. Unglücklich. Aber die Ambitionen waren da. Oh, Kamera geht fliegen. Und da ist er wieder. Sehr schön. Keine Ahnung, wo sie rumdümpeln. Ich befürchte. Ja, da ist es wieder. Oh, wow, wow. Ich hab's eben noch angekündigt. Ich hab's eben noch angeteasert. Ich befürchte, ja. Oh, jetzt habe ich Fehler gemacht. Nein, Bromheim-Roxheim leider keins, sondern die Gäste haben eins gemacht. Steht somit 0-4. Aber man darf nicht vergessen, es ist natürlich alles für guter Zweck. Meine Güte. Aber es ist Wahnsinn, wie die mithalten. Ich finde das richtig gut. Vor allen Dingen der Torwart, die Abwehr. Das stimmt schon, auch wenn das Ergebnis vielleicht was anderes sagt. Vorne vielleicht im Sturm etwas zu unentschlossen. Ne? Man kommt nicht so wirklich weiter. Aber was soll ich euch sagen? Also so die Mannschaft 2009, 2010 und 2010, 2011, die haben eben durch die Abwehr geglänzt. So, dass die das jetzt nicht von heute auf morgen verlernen, das wundert mich. Ich hätte es gern anders gesehen, aber gut. Vor allen Dingen konditionsmäßig, ne? Ist das... Das war schlecht verteidigt. Ah, eben noch gelobt. Aber komm, Ausrutscher. Ausrutscher. Wird schon. Immer positiv bleiben, bis zum Schluss natürlich. Im Fußball, das hat mein guter, leider schon verstorbener Freund Helmut Rasch immer gesagt, im Fußball ist alles möglich. Und der Mann, der hat Ahnung vom Fußball gehabt. Ein schöner Baum. So, da, jetzt stimmt doch das Bild wieder. So, Bobenheim-Roxheim jetzt endlich mal wieder in Strafraumnähe. Jetzt haben wir an der Seite natürlich leider keine Kamera. Kommen sie über die Mitte? Ich glaube, die kommen über die Mitte. Na, über die linke Außenseite. Das war zu früh. Gut verteidigt. Richtig gut. Und es gibt Ecke. Linienrichter schießt? Nee. Gut, ich habe mich nur verguckt. Alles klar, Ball ist freigegeben. Ecke kommt. Kopfball kommt auch in die Arme des Torwarts. Viel zu einfach. Was erlaube, was hat er sich denn dabei gedacht? Dass das so einfach ist? Nee. Und es ertönt ein Pfiff. Ich kann es euch nicht sagen. Ich habe es nicht wirklich gesehen, was los war.
Jetzt merkst du langsam, dass du in der Palz bist. Jetzt kommen auch so. Da muss ich mal ein bisschen schneller rennen. Oh! Schöne Aktion! Ich will nicht sagen, dass ich leicht genervt bin davon, aber ich bin leicht genervt. Mädels sollen die Variante mit Absperrband nehmen. Da wird hier jeder drüber fliegen. Da würde ich mich kaputt lachen. Ja, richtig, so, genau so. Knie, so richtig ganz gemein. Und da aber extra noch eine GoPro hinstellen. Weit drüber. Ach, ihr habt doch gar keine Ahnung vom Fußball. Da war doch klar, dass der nicht trifft. Kein Ding. Und konnte verteidigt werden. Aber Ball ist noch gut. Ach, ins Publikum. Keine Gefahr. So. Trinkpause. So sieht's aus. Gutsche, das ist für uns die Zeit. Ups, fürs Abschalten. Nee, natürlich nicht. Wir gucken mal in den Chat. Wie sieht's bei euch aus? Wie ist die Laune? All noch am Leben? Der Ordner steht im Weg. Einfach hingehen, wegschub so, oder? So, der Heinz ist heute Ordner. Wir brauchen doch noch einen Stürmer. Ja, genau. Genau. Bevor ich es vergesse, gerne einen Daumen nach oben hinterlassen. Auch wenn es nicht so übertragen wird, wie ich es ursprünglich geplant habe. Passiert. Was soll's. Live ist live. Drauf geschissen. Wie Magenta Sport nur ohne Abstürze. Naja. Naja. Hier ist noch Luft nach oben. So, in Wiesbaden beginnt die zweite Halbzeit der U17. Bin sehr gespannt, wie dort das Spiel ausgehen wird. Ich frage mich, was das soll, ne? Da, weil da vorne ist ja mit dem Durchgang ist ja eigentlich Platz. Aber gut. Aber gut. Was glaubt ihr? Glaubt ihr noch an die Wende? Glaubt ihr an einen 5:4? Ich tue es. Bin ich ganz ehrlich. Es waren Interviews nach dem Spiel geplant, es waren die aber auch schon vorm Spiel. Ich kann es euch nicht sagen, ob das irgendwie klappt. Ich hoffe, ich habe alles vorbereitet, alles da, alles am Start. Und ich bin quer durch die Republik gereist. Also, wenn da keiner kommt, werde ich echt stinkig. Ach. So, meine lieben Leute, was Tor in der 46. Spielminute, das 4:1 für die U17. 4:1, richtig geil. Toll. So, bin wieder da. Richtig gut. Boah, wie ich mich freue. 4:1. Also, hatte ich mal ja schon mal gewünscht, aber dass es wirklich so kommt. Na? So ungefähr. Der ist unterwegs mit dem Schorlefass. Ja. So, jetzt wollen wir doch mal hier wieder dem Spiel frönen. Lieber Chat, ich hab euch ja echt gern, ne? Aber in dem Falle müsst ihr euch leider wieder verkrümeln.
Und wo ist ein Ball? Ball ist weg. Da ist er doch. Oje. Meine Kameraführung gleicht einer Achterbahn. So, und? Was ist los? Das ist ideenlos. Sie wissen gar nicht, wie sie nach vorne kommen. Sie führen mit 4:0 und wissen gar nicht, wie. Ah ja, klar. Wir haben alles gesehen. Es ist so geil, die Kamera unten am Tor. Und jetzt aktuell sitzt die Hintertorkamera bei mir hier auf der Bank. Das gibt's doch nicht. Wo ist der Ball? Da. Nee, da muss auf jeden Fall noch mal, auf jeden Fall muss ich noch mal raus. Das ist mega krass. Du machst das sehr, sehr gut. Nein, nicht schleimig. Frag den Chat. Kannst du ja nach dem Spiel, setze dich kurz her und dann quatschen wir mal kurz. Oder willst du nicht? Über was quatschen? Ja, und dann kriegst du halt mal konstruktive Kritik vom Chat. Ich glaube, die ist besser als die ich hier krieg. Ist das Ding wieder an? Nee, okay. So. Warte mal, da, wo spielen wir hin? Dahin. Auch wenn nicht der an Annerstedt. Wollen wir mal gucken, wie die Kamera jetzt so durch die Leute geht? Achso, so. Wollen wir doch mal gucken. Da, guckt euch mal das an, was da Platz ist. Und da rennen sie bei mir hinten durch. So, jetzt sieht man aber viele Propöchen. Das wollen wir jetzt natürlich nicht. Obwohl, wir haben ja überall die DSGVO-Hinweise draußen. Ne? Also alles DSGVO-konform. Absolut, wurde ja sogar schon durchgesagt. Zack, zack. Wumms. Oh. Kamera ist noch nicht so weit gewesen. Scheibenkleister. Ja, das 0:5. Mann. Ach, Horst, komm. Jo, sei ruhig. Mist. Oh, der Adam hat mal was getroffen. Ich gehe kaputt. Eieiei. So. Kamera ist wieder on point. Sehr schön. Da kann unsere hier derzeit. Machen wir das mal so. Ne? Ja, nett. Oh. Liegt wieder irgendjemand in der Leitung sozusagen. Ja, die kriegen langsam Spaß am Spiel, glaube ich. Also ich habe ja eigentlich gedacht, die fangen an zu pumpen, ne, und können nicht mehr. Aber das siehst du halt. Noch haben wir keine Verbindung. Ich glaube, wir müssen einfach mal kurz warten, bis da... So, Entschuldigung, ich musste eben mal Anweisungen geben. Hoffentlich geht es gleich weiter. Moment.
Nee, so ist okay. Das ist jetzt das Maximum, was wir machen können. Der Rest muss der Kameramann unten hinkriegen. Kriegt er bestimmt hin. Hat es jetzt die ganze Zeit hinbekommen. Oh, abseits. Tja. Ich müsste noch mal ganz kurz leider unterbrechen. Es tut mir wirklich leid. Ich bin jetzt noch mal kurz mute. Moment. Okay, und zwar ist der Akku leer. Hups. Muss er doch mit dem dicken Akku filmen. Guter Angriff. Und frei. Oh. Lattentreffer und im Nachschuss. Ach, herrje. Im Nachschuss. Somit steht es 0-6 für Roger, Marco and Friends. Neuer Spielstand 6-0. Julian Derstroff, der Torschütze. Julian Derstroff erzielt den sechsten Treffer für Roger, Marco and Friends. Aber ich sag's mal so: Ansätze mega gut. Torhüter muss ich auf gar keinen Fall irgendwie was vorwerfen, finde ich. Alles feini. Außer das Ergebnis. Aber der Einsatz stimmt. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. So, hier werden Akkus rumgereicht. Sehr schön. Das heißt, es müsste also gleich wieder funktionieren. Oh, und vorher war ohnehin eine Abseitsposition. Aber der Ansatz war super gut. Stopp. Das ist der falsche Akku. Eieieiei. Das ist der falsche Akku. Eieieiei. Da musst du hierher kommen. Hier in diesem Koffer sind noch Akkus. Tut mir wirklich leid. Dauert alles ein bisschen, aber das sind wir doch gewohnt, oder? Wir sind doch Kummer gewohnt. Es gibt Eckball. Sieht man eigentlich die Ecke von hier? Natürlich nicht. So viele Menschen, die sich hierher begeben haben. Richtig geil. Von daher, damit können wir leben, oder? Oh, angelt der den raus. Dieser Typ, dieser unfassbare Typ. So wenige Minuten vor Spielende, liebe Fußballfreunde, glaube ich, können wir uns jetzt schon einmal festlegen. Man of the Match, die Nummer 1 aus Bochum-Roxheim, ist der Stadion. Hier entfacht gerade Applaus für den Torwart von Bobenheim-Roxheim. So, der Reißverschluss, den man hörte, war nicht der von meiner Hose, ist der vom Koffer. Welche Hose? Welche Hose? Das ist korrekt. Wir könnten im Prinzip auch mal hier im Chat
eine kleine Klatschrunde machen. Also ihr sollt euch nicht gegenseitig irgendwie an den Kopf hauen, digital. Viel mehr Applaus für den Torhüter, oder? Könnte man eigentlich machen. Also das ist wäre auf jeden Fall drin, würde ich sagen. Ah, der Akku ist noch nicht da. Ist noch nicht angekommen. So, Ball läuft jetzt relativ flüssig. Auch wenn das Bild vielleicht ein bisschen ruckelt. Nein, das würde ich niemals zugeben. Liegt auf gar keinen Fall an der Technik. Nein, nein, die laufen so. Wenn es denn überhaupt bei euch ruckelt. Kann sein, dass das nur hier mein kleiner Vorschau-Monitor ist. Der da mit den Bildraten nicht zurechtkommt, weil hier knallte echt den ganzen Tag schon die Sonne drauf. So, Ball bleibt weiter gefährlich. Vielleicht nicht Konsequenz. Ja, konsequent genug. Oh! Wir haben wieder ein Kamerabild. Super, jetzt muss nur noch was aufs Tor kommen. Na gut, was ich natürlich nicht hoffe. Also eine geile Parade noch mal gucken, ne? Das wäre doch schon noch drin, oder? Kleiner Mann. Von dem bin ich Fan. Der hat ein tolles Trikot angehabt. Mal kurz warten. Boah, war das knapp. Und es gibt Abstoß. Aggressivität im Blick. und, was los? Es wird zurückgespielt, ja, guckt, ja, was machen wir? Ratlosigkeit. Ihr müsst halt auch mal ein bisschen mitmachen, also ganz im Ernst. Darf man alles nicht so ernst nehmen heute? Genau. Oh. Und wir sehen nichts vom Tor, weil Dirk vorhin der im Weg steht. Gibt's doch nicht. Eben noch hier auf der Bank. Und schon da unten im Bild. Also, ne, wenn die Vorstände auf immer ohne während dem Spiel auf dem Platz sind. Furchtbar. Och, das war ja dann immer annähernd gefährlich. So. Oh. Angriff wurde unterbrochen. Oh, nee, er ist noch in der Luft gewesen. Okay. Kommt jetzt der Flankenwechsel? Nein.
Auch schon bald das Handy weg. Ja, haben es gesehen. Sowas. Und dass die Freundin sieht. Eieieiei. Und mit dem improvisierten Setup bin ich eigentlich mittlerweile zufrieden. Vielleicht ist es die Sonne. Oje. Oje. Die Pfuhr steht doch immer noch im Weg. Das gibt's doch nicht. Na? Dann wird rumgeblödelt oder was? Ach, abgefangen. Und jetzt geht's wieder nur in eine Richtung, oder? Nein! Konnte den Ball zurückerobern. Oh je, Achterbahn. Oh. Ja gut, er hat halt versucht, mit einem zu verteidigen, was er hat. Hat auch funktioniert. Muss man sagen, gut gemacht. So, die Menschen erheben sich. Jawohl. Mache ich natürlich auch mit. Na klar. Mich haben's gelacht. Was gibt's da zu lachen? Mensch. Genau. Und jawohl. Ball ist gerettet. Dann muss die Kamera sich nicht bemühen. Schade, schade. Angriff unterbunden. Aber jetzt geht's nochmal in die andere Richtung. Dieser Typ! Meine Fresse! Was für eine Granate im Tor! Heieieiei! Ey, also wenn der sich jetzt heute Abend keine Gratisschorle verdient hat, weiß ich auch nicht. So, Ball kommt. Jawohl! Souverän, souverän. Abpfiff im Bomheim Roxheim. 0-6. Das Ergebnis täuscht. Mann, Mann, Mann. Platzsturm. Platzsturm. Eieiei. Horst Schirms, unser Stadionsprecher, moderiert gerade das Spiel ab. Ne, wir gehen jetzt noch nicht nach Hause. Wir frönen jetzt noch der Live-Musik, kühlen Getränken und vielleicht auch die eine oder andere Brotwurst, Moguge. Ja, aber ich glaube, ich bleibe bei der Flüssignahrung. Wir stehen jetzt vorm Bild. Was ist denn das? Kisch weg? So. Sehr schön, ich will auch mal Spaß haben. Heieiei, 0-6. Also ich sag's euch ganz ehrlich, es war knapp. Die haben gewackelt. Die haben gewackelt. Ja. Was macht der Chat? Wie geht's euch so? Na komm her. Oder traust dich nicht? Ja, hier an dem Platz. Schnappt da das Headset. So, in der Hoffnung, dass wir dich jetzt hören. Hallo, hallo? Hallo, hallo. Oh, man hört was? Sieht man was? Nee. Durch die schnellere Mensch auf dem Feld. Gott, ach das so. War besser. Tja. Hallo, Chat. Kennt den jemand? Ciao, mach's gut. Muss man nicht. Nee? Nee. Die Stefano ist da. Großer Twitch-Star. Nee, Influencer, Mikro-Influencer. Kleiner Star. Großer Grafiker. Das stimmt. Kleiner Star, großer Grafiker, da muss man sagen.
Wie kannst du dich jetzt positionieren, dass der jetzt... Ich weiß gar nicht, wo ich hingucken soll. Das ist Action bei dir. Das kommt mir vor wie bei Ran. Und davon sind ein paar Kameras ausgefallen. Ja, ne? Echt? Deswegen ist sehr dilettantisch, finde ich, die Umsetzung gelaufen, aber immerhin okay. Wie war der Tipp mit den Akkus? Mit dem Ladegerät, so rum. Mit dem Ladegerät. Guck mal, wir haben eine Funkkamera unterwegs unten, die das Treiben einfängt. Aber er traut sich nicht aufs Feld, warum auch immer. Vorhin habe ich gehört, weil so viele Kinder sind, ertrauen sich die Erwachsenen nicht. Das wird komisch aussehen, vielleicht deswegen. Was? Ja. Der soll auf der Platz, der muss da mitten rein. Ich finde ja so einer, der stellt sich dann einfach, wie wer ist denn das? Der ist noch einer mit einer Kamera. Wer ist denn das? Wo versteckt man sich? Dein Bild ist auch relativ dunkel. Das ist mein Turn. Was für ein Typ? Nee, was? Dein Turn. Mein Turn. Gab's mal ein Lied, ne? Turn, sicher, Digga. Nee, Türlich. Türlich, genau. Türlich. Turn. Ja, du bist schön hell, ne? Natürlich. Ja, Mensch. Also, was macht man so auf Twitch? Stream live. So wie du jetzt hier gerade. Ja, doch. Nee, ja, das glaube ich nicht. Nein, das glaube ich nicht. Natürlich. Ja. Nur, das sieht bei dir viel, viel professioneller aus, muss ich gerade feststellen. Er macht Musik im Übrigen. So habe ich ihn mal kennengelernt. Also ich mache sie nicht, ich lege sie auf. Du legst sie auf, so Feierabendmix und sowas. Ne? Also da habe ich jetzt beispielsweise ab und zu mal reingehört gehabt. Bevor du Match-Reactions gemacht hast. Ah, okay. Ja. Interessant. Verrate ich dir aber nicht. Zum Schluss finde ich es noch gut. Sport, ja, ich finde es gut, ja. Weil die Verbindung hätte ich jetzt nicht erwartet. Tja, siehst du mal. Aber ein bisschen Musik im Hintergrund ist es immer gut. Wie fandest du das Spiel heute? Also das Spiel war ja für mich jetzt zweitrangig so, ne? Die Stars wieder vor 10 Jahren zu sehen, das war halt schon, ne? Gerade so Larkic, Sydney Sam, dann Rodney, wo ich noch den Becher daheim habe. Ja. Das ist halt dann sehr interessant, wieder die Jungs auf dem Platz zu sehen und fast unverändert. Ne? Also Rodney war ja, also Larkic hätte ich es auch nochmal... Bei uns in der Vertrag, den wir kennen. Oha. Sah noch frisch aus. Er hat auch getroffen, muss man sagen. Wie oft eigentlich? Ich habe aufgehört zu zählen. Guck mal hier. Kennt er den? Kennt er den Verbrecher? Hi. Conor McGregor live. Conor McGregor. Herzlich willkommen bei Conor McGregor TV. Er ist Marc, ich bin Marc, zusammen sind wir TV. Ja, im TV. M&M. M&M. Nur einer von uns beide sieht so aus wie M&M. M&M World, Jens. Grüß dich. Hi. Kameramann kommt auch ums Eck. Jetzt haben wir Familientreffen. Also jetzt ist. Wir sehen uns gleich, ja? Ich muss erst noch hier abbauen und so weiter und so fort. Aber erst haben wir noch ein bisschen Spaß mit dem Chat. Hoffe ich. Wie findet ihr es beim SC? Mega geil! Ja. Toll organisiert, läuft alles top. Wie war es aus Zuschauersicht? War wunderbar. Also wir haben ja als erstes uns da so auf die Tribüne positioniert und haben ja festgestellt, war ein Fehler. Warum? Wir mussten uns dann nach vorne postieren, weil sonst hätten wir nichts mehr gesehen. Weil auf einmal ging hier die Post ab. Also war am Anfang noch ziemlich ruhig, wo ich gedacht habe, ich wäre zu spät. dann kam da aber nochmal ein ganzer Schwung rein und dann mussten wir sich umpositionieren, weil sonst hätten wir vom Spiel nichts mitbekommen. Ja. Ansonsten Parkplatz, wie war es da? Wir haben direkt von vornherein ganz hinten, also noch im Dorf geparkt, weil wir wussten, es könnte eng werden. Deswegen lieber spazieren. Ausverkauft. Heute, das während des Streams einfach ausverkauft. Richtig geil, richtig toll. Keine Abendkasse mehr, jetzt habt ihr Pech. Jeder, der jetzt zu früh vom Gelände geht, ne? Pech gehabt. Heute ist noch Live-Musik. Hat vorhin Dirk Fuhr uns erzählt im Gespräch. Richtig toll. Ey, also er hat gehalten heute wie eine Granate, oder? Hat der was gehalten? Hallo, natürlich. Also der gegnerische Torwart, der war mega. Was? Also berechtigterweise Spieler des Tages. SC Bomheim Roxheim, der Torwart, den kannst du ja noch nicht mal kleinreden mit dieser Leistung. Nee. Ja, der ist einfach immer noch groß. Richtig. Wo ist er denn überhaupt?
weg. Wahrscheinlich ist den da müssen wir jetzt die totale nehmen. Die größte Menschentraube ist um ihn rum. Ja, ja doch, es wäre verdient. Es wäre verdient. Das war echt. Also, was der Typ gehalten hat, das war. Oh, jetzt nehmen sie noch das Netz mit, oder was? Bitte? Ah, nee. Ich hab ja, schon gehört, die bauen das Netz ab. Die steigen jetzt das Netz raus. Ich hol mal gleich noch der Elfmeterpunkt. Ja. Sehr. Aber tolle Atmosphäre, muss man sagen. Alles sehr friedlich, freundlich, schönes Miteinander. Es wird sehr viel gelacht. Ja. Die Brotwurst teste ich als Aalklein noch immer. Ah ich ja. Ich hoffe, ich krieg noch einige. Also geschmeckt hat es anscheinend. Ja. Sehr gut. Ja, ich habe vorhin vom Conor McGregor eine Schorle bekommen. Da hat gefühlt jeder draus getrunken. Oh, lecker. Also, als ich dann davon getrunken habe, habe ich gesagt, irgendwie schmeckt die gar nicht wie nur Schorle. Ich weiß auch nicht, was hier los ist. Lecker, lecker. Na ja. Aber immerhin hast du eine gekriegt. Das stimmt. Wenigstens etwas. Ja. Da will ich mich nicht beschweren. Aber zurück zu dir. Match Reactions. Was ist das für Leute, die das nicht kennen? Also, das ist eigentlich ganz easy erklärt. Ne? Ich gucke das Spiel. Und andere gucken es auch parallel und sind bei mir mit im Chat. Und wir, das war so ursprünglich, wie man halt früher sich immer aufgeregt hat beim Spiel, dass man sich zusammen aufregt. Aber mittlerweile... Ich habe das zweimal probiert. Zweimal war mal die Eskalation ein bisschen zu wild. Ja, die hält sich ja mittlerweile ein bisschen in Grenzen. Also wir dürfen uns als FCK-Fan momentan nicht arg beschweren. Naja, ich beschwere mich trotzdem. Einfach aus Gewohnheit, um nicht irgendwie was zu verlernen. Ich knodder, aller bin ich. Ne? Großer philosophischer Spruch aus erwisch der Pfalz. Erwische ich mich auch, ja. Was heißt erwischen? Das ist. Das ja, aber hinterher denkt man sich dann so, warum? Ist doch alles gut. Ne, das ist einfach nur, um sein Soll zu erfüllen, wird geknoddert. Ja? Als FCK-Fan muss man also, das also ganz auch. Ehrlich, in der ersten Hälfte habe ich Argument, der Sippel, ne? Deswegen sitzt er in Gladbach auf der Bank. Ein Ballkontakt nur. Da muss man aber so sehen. Ja? Habt ihr Fragen an Di Stefano eigentlich? Der hat auch mal hochgespielt. Wer hat hochgespielt? Achso, der Torwart vom SC. Was? Der Sippel hat mal hochgespielt. Das halte ich für Gerücht. Ja? Ich hab's geahnt. Naja. Sauber, die U17 kontrolliert das Spiel. Das ist sehr gut. Steht es noch 3-1 oder habe ich was verpasst? Irgendwann habe ich, glaube ich, 4-1 gehört. Aber 4-1? Patrick, stimmt es? Könnte natürlich auch ein anderes Spiel gewesen sein. Wieso? Wird irgendwo Live-Mensch ärgert dich nicht gespielt oder was? Hallo an alle, Syntax! Der ist überall. Ja? Jemand Fragen an Di Stefano? Nee? Ja, kann ich mir auch nicht vorstellen. Was soll man mich aufrufen? 4-1, tatsächlich. Ach, sicher. Bitte Interview mit Christoph vom SC, Nummer 10. Wenn du die Telefonnummer von Christoph hast, ruf den an und schick den hierher. Das ist mal ernst. Dirk! Dirk! Wie aufs Stichwort. Dirk! War knappe Nummer. War eine knappe Nummer. Meinst du, wir kriegen den, der Chat wünscht sich ein Gespräch mit dem Christoph vom SC. Mit der Nummer 10. Oh, Dirk Fuhr kommt. Moment, der Mann kennt sich vielleicht aus. Guck mal, der Chat wünscht sich ein Interview mit Christoph vom SC, die Nummer 10. Nummer 10. Da war doch heute gar nicht. Oh Gott, wenn das eine Frau ist, ne, da haben wir jetzt ein Problem. Da ist blöd gelaufen. Ich kann dir gar nicht sagen, wer die 10 angehabt hat. Oha. Du hast schon die Aufstellung, oder? Irgendwo. Wer ist das? Irgendwo, du hast die Aufstellung. Ich habe die Aufstellung, aber ich habe keine Nummern. Eieiei. Das dauert nur ganz kurz. Ah, das war der Hellmeier. Ich glaube, das war der Hellmeier. Hellmeier, wird gesagt. Christoph Hellmeier. Ich wäre ja für den Torwart. Nur Christoph. Und der Torwart. Das wäre doch auch super. Der hätte Interview also, verdient. Spieler mit der Nummer 10 war der Christoph Hellmeier. Jawohl, ruf den an, schick den her. Wollt ihr den nicht? Klar. Ja, und der Torwart, natürlich. Steini. Nein. Warte, der Herr Steini. Ja. Mega gut, ich kenne Steini. Aber das ist dann der Richtige. Ich gucke mal, ob sie Zeit haben für das Interview. Das wäre super. Ja, das kann ich mal vorstellen. Aber da hat ja jetzt eine Roga-Zeit, von dem will ja niemand was. Sehr schön. Gut, schauen wir mal.
Ja, ach so, genau. Match Reactions, ist das jetzt eigentlich so der einzige Content auf dem Kanal? Nee, also eigentlich mache ich montags meine Musik-Livestreams, also immer noch, wo ich auflege. Ja, hab nur jetzt gerade momentan eine Pause wegen meiner Bandscheibe. Ah. Die sich sind jetzt die Platte zu schwer? Sind das die MP3s? So, was ist denn jetzt los? Das ist MacBook. Ach so. Der legt die MacBooks auf live auf Twitch. Ja, das geht in die Arme. Nee, das ist der Bürojob dann eher gewesen. Und ach so, okay. Erhole ich mich gerade und in ein, zwei Wochen geht's wieder weiter. Super. Und dann geht's natürlich so hoffentlich auch wieder mit dem Betze weiter. Ich glaube nur Mathematik, ist nicht so mein Ding. Aber fast. Fast. Ne? Ja, und das sind so die zwei Sachen, wo ich mein Herz neu lege. Und, ja. Cool. Genau. Mega geil. Abonniert seinen Kanal auf Twitch. Der lautet? Ja, folgen. Abonnieren kostet Geld bei Twitch. Abonniert und dann folgt. Geld ist wichtig. Gerade mit Bandscheibenprobleme für die neuen MacBooks. Sonst hören wir ja immer nur das In- und Selbe. Weil, wie wir alle wissen, passt ja nur eine MP3 auf so ein MacBook. Ja, genau. Deswegen sind sie auch so schwer. Deswegen sind sie auch so schwer. Das sind vor 50 Euro. Das sind noch die mit der hohen Kilo-Bitrate. Genau. Ja? Ne, Kilo-Bitrate, das war total falsch. Ja. Ich kenne mich voll gut aus mit Musik. Au, Sascha. Lieben Dank. Genau. Freue mich schon. Ja, alles klar, Dankeschön. Liebe Grüße auch an die Bälle. Du auch? Wieso du auch? Fährst du auch weg? Na, ja, am Arsch. Wir trinken nur eins, zwei, drei. Ah, ja, klar. Dirk organisiert uns. Wer ist im Anmarsch? Der Torwart. Der Torwart ist auf dem Weg zu uns. Dann sag ich zu dir. Herzlichen Dank, mein Lieber. Danke, dass ich dabei sein durfte. Ja, mega. Wo ist denn das? Ja, ihr mit eure Gangsters längst. Das ist ja Wahnsinn, ja? Danke. Okay, vielen lieben Dank. Mach's ciao. Gut. Ciao. Hi, nur Promis hier. Ja? Ei. Chat. Komm. Also, ich beiß nicht. Ich bin der Marc, hallo. Christian, nimm bitte dies an dich. So. Ne, das ist er nicht, aber da ist er. Hallöchen. Hallo. Wie war's? Anstrengend. Anstrengend. Anstrengend, ja. Ich glaube, nach der ersten 20 Minuten ja. Habe ich gedacht, wir haben schon 90 gespielt. Nee, war warm, aber auch die, ich sag mal, ja, der Sturm, der war schon eine Hausnummer. Ja. Ne? Also Lakic da vorne drin. Der hat gebissen, oder? Ja, gefühlt 3 Meter hochgesprungen beim Eckball da, ne? Also, ja, ja. Ja, mittlerweile kann er es. Aber du hast ja da Dinger rausgehauen, das ist ja Wahnsinn. Ja, blindes Huhn. Du hättest ja sogar mal höherklassig gespielt, hat der Chat geschrieben. Ja, ich hab... Dann erzähl mal, hau mal ja, raus. Ja, ich hab hier in der Jugend gespielt, bin dann mit 17 zur Wormatia gewechselt. War da 8 Jahre lang in der zweiten Mannschaft immer, Landesliga, also beziehungsweise dann aber durchgehend Landesliga, ja. Durfte auch immer wieder in die Regionalliga schnuppern und hatte dann auch das Glück, 4 Monate immer dritter Torwart dann auch dabei zu sein, jedes Training dabei zu sein, hatte auch dann die Belohnung mit 2 Spielen. Naja, die Ergebnisse waren fast wie heute, ne? Nee, und dann durchgehend noch Landesliga bis letztes Jahr. Ja, und dann, Wahnsinn. Ja, und jetzt hier, da sind sie, die zwei, die gehen jetzt vor, die Frau, ja. Die Frau hat also es lang genug mitgemacht, ja. Die 2 Spielbetreuer und die Frau, ja. Und jetzt halt seit einem Jahr in der AHA. Und ja, das Wochenende ist da frei, das ist halt was Tolles, ne. Also, wir trainieren mittwochs, spielen freitags noch eine Runde mit und haben dann Samstag, Sonntag frei. Und das ist was Feines, ja. Also auch er spielt Fußball, sie spielt Handball und dann geht jetzt die Zeit für die Kinder. Ja, klar. Natürlich. Und das sollte man ja auch nicht irgendwie schleifen lassen. Ja? Also ist schon sehr, sehr wichtig. Zeit mit der Familie ist wichtig. Ja. Wie sieht es denn eigentlich aus? Bist du selbst Fußballfan? Außer vom SC? Ja. Kaiserslautern. Ja. Wie lange schon? Seit ich denken kann, ne? Das ist seit? Ja. Ungefähr ja, gestern. Nee, was weiß ich. Ja, also ja. Kleines Kind schon natürlich. Ja. Ne? Mit dem Opa, mit dem Papa. Auf Spielen gewesen, nicht nur in Kaiserslautern, sind wir auch mal nach Gladbach oder auf der Bögelberg sowas. Ne? Da kann ich mich noch dran erinnern, als ich klein war. Ja. Ja, und jetzt halt hier, wo ist er? Jetzt ist er weg, aber seine. Ja, Fußballverrückt. Ne? Also, er war einmal sogar mit ihm jetzt in der Westkurve gegen Nürnberg. Da war er. Oh. Ja, da war, ist er jetzt immer noch stolz drauf. Darf ich fragen, wie alt er ist? 6. 6 ja, Jahre, aber wir und waren war, sehr, war sehr das Erlebnis? Weit oben. War ja, gut. Wunderbar. Also, das nächste Spiel, was wir waren gegen Kiel,
Nee, geht er nicht mit. Er geht nur in die Westkurve. Ja. Also er macht da, er macht da nicht mit. Er hat Blut geleckt. Jetzt, ja, ja. Ne? Jetzt ist vorbei. Jetzt ist vorbei. Ja. Wer ist jetzt der größere Fan eigentlich im Haus? Im Moment, ey. Also, wie hast du die Mannschaft damals verfolgt? 2010er Mannschaft? Ja, schon. Aber nicht mehr. Also die Spieler, klar, ja, schon ja. So. Ne? Aber wenn man jetzt überlegt, doch mal, ja, war schon immer der Aufstieg. Ja, nicht so direkt, weil das war, glaube ich, wann war das? 2010, ne? Da war jetzt auch gerade meine Zeit mit Wormatia. Ne? Also, mittags trainiert, abends trainiert, Wochenende zwei Spiele. Wenig Zeit. Ja, wenig Zeit. Also jetzt Spiel wahrscheinlich geschaut gar nicht mehr. Ne? Aber der FCK immer wieder verfolgt. Ja? Und seit er jetzt seit zwei Jahren so verrückt ist, fahren wir auch öfters mal hoch. Ne? Also in der Corona-Zeit war das erste Spiel. Und wow, danach. Okay. Immer wieder. Also er wollte schon eine Dauerkarte haben. Oh, das geht doch schnell. Roger, hallöchen. Ja, kommst du auch noch gleich ins Gespräch? Was musst du? Ich habe schon Luxemburg-Verlinkung gemacht. Ach so. Der Roger ist unser neuer Influencer. Der macht die Leute bekloppt auf Social Media. Naja. Ah ja, wäre cool. Ich gehe. Jetzt lass doch mal deine. Also, weißt du? Alles gut. Ja, jetzt darf sich der Roger heute auch nochmal was ein bisschen wertgeschätzt fühlen. Ja. Darf man auch. Also, super organisiert seitens Verein sowieso. Ja. Toll, dass so viele ehemalige Spieler mit dabei waren, natürlich heute. Ja. Weckt viele Erinnerungen an damals. Gut, wenn du sagst, du hast in der Zeit bei Wormatia gespielt. Verbindest du die Zeit dann trotzdem noch irgendwie so mit einem Betze so ein bisschen? Ja, also es war immer auch ein Erlebnis, dort zu sein. Ne? Also ich glaube, das hat auch jetzt in der dritten Liga, oder wo es da einmal um den Abstieg ging, ne? die Stimmung war ja immer da. Ne? Und das ist ja auch, das ist, was man da liebt dann. Ne? Also, klar. Ja, ich bin dann auch kein Ruhiger. Ne? Und selbst wenn wir dann in der Südkurve sind, okay, ja. Okay, ich verstehe. Ja. Südtribünen, mittlerweile rutschen wir, also wir haben im Familienblock angefangen, ne? Rutschen immer hoch. Ja? aber es ist, also, und vor allem haben wir auch überragende Spiele gehabt mit Darmstadt, Magdeburg, ja oder ne, also das war das 3-3, das 4-4, ne, und das zieht dann, also ne, tolle Stimmung und schon immer. Alles klar. Ja. Gut, dann nochmal Gratulation fürs tolle Spiel, auch wenn das Ergebnis wird dem Spiel nicht gerecht. Ja, doch. Ohne Mist. Nein. Haben wir einen Torschuss gehabt? An dir lag's nicht. Aus 30 Metern. An dir lag's nicht. Ja, ich hab's nochmal probiert. Tja. Ja, hat nicht geklappt. Hätte nicht sollen sein. Vielen lieben Dank. Mach's gut, bis später. Ich hoffe, man sieht sich noch. Ja, auf ein kühles Blondes oder sonst irgendwas. So, Moment, ich werde gerufen. Dirk. Ich habe jetzt richtige Prominenz mitgebracht. Ne? Richtig Prominenz. Ja, die Nummer Schöre. 10 steht schon unter der Dusche. Ne? Soll man mit der Funkkamera schnell nach? Ich habe jetzt unseren All-Star-Mannschaftskapitän mitgebracht. Ja. Hat schon alle Mannschaften beim SC durchspielt. Ja, und ist Meister, Pokalsieger. Ja, neben dem Roger ist perfekt. Ne? Okay, ja, nur her, warte mal, da muss ich die Kamera einstellen. Eieieiei. Ja. Sehr schön. So, haben wir die zwei im Bild? So halbwegs. Ja, natürlich kannst du die aufsetzen. Ich glaube an dich. So, natürlich. Hi Flo. Servus. So. Chat, ihr seid mal hoffentlich nicht böse, wenn ich jetzt hingehe und blende euch mal kurz aus. So, Moment. Wo haben wir sie dann, die Schlawiner? Zack, zack. Ihr zwei. Flo, wie war's? Schön. Also, die alten Jungs wieder zu sehen, zusammen mit denen nochmal auf dem Platz zu stehen, war echt super Event, hat Spaß gemacht und ich freue mich jetzt auch auf die dritte Halbzeit. bisschen mit den Jungs noch zusammen zu sein, was zu trinken, Kleinigkeit zu essen, über die alten Zeiten zu reden. Also echt schönes Ding. Sehr, sehr schön. Aber du bist ja noch beim FCK aktiv, ne? Teammanager. Also du kennst ja den ganzen organisatorischen Kram. ich weiß jetzt, wie es Roger ging. und das kann jetzt ein bisschen mehr mit ihm mitfühlen. Genau. Wobei ich behaupte, dass wir früher hatten wir 3-4 mit einem Pfeil im Kopf in der Kabine, mittlerweile sind es 10. Okay. aber ja, es macht Spaß und natürlich, wenn es dann erfolgreich ist und es verbindet ja auch, wie man jetzt sieht, das ist echt, also Fußball ist schon was Schönes. Sehr, sehr schön, sehr stark. Roger,
Du siehst ja, wo du ungefähr hingucken musst, ne? Oh Gott. Wir können auch so machen. Also, Roger, hat sich's gelohnt? Auf die? Kannst du da aussuchen? Wenn du in die gucken willst, kannst du in die gucken. Hat sich gelohnt? Keine Frage. Ich habe gerade mehrmals gesagt. Darf ich mal ganz kurz sagen? Ich verstehe dich nicht. Was machst du denn mit dem Mikrofon, Mensch? Früher da kommt her, machen wir mal Equipment kaputt. Also. Ja. Nee, also für mich war es Allerschönste, wirklich. Ich habe ja dann die Dinge noch verteilt und als ich irgendwann reinkam und glaube ich fast alle da waren, einfach zu sehen, wie die Truppe sich gefreut hat, sich zu sehen. War's auf Klo? Ja, es war, ja, da war eine Lautstärke in der Kabine, Wahnsinn. Alle miteinander geredet und irgendwie dann, irgendwann hieß es, hey, wir müssen jetzt raus und es warm machen und es hat 10 Minuten gedauert, Viertelstunde, bis dann alle draußen waren, weil der hat mit dem noch geredet, mit dem noch und so und der Trainer stand dann, ey, jetzt Männer. Also das zeigt halt, dass wirklich sich jeder gefreut hat. Mhm. Ja, und das war eine Truppe, ganz einfach. Ja, Ich habe ausgepackt im Interview, wo der Flo auch dabei war, in Braunschweig, erstes Spiel. Pokalspiel, oder war das? Pokalspiel. Als ich dann nachts um 1:30 in die Katakombe bin und denke, oh scheiße, da stehen ja 4 Spieler vor mir. Aber nach dem Spiel. Ja. Und eigentlich haben sie ja keinen Ausgang. Und vor einem halben Jahr habe ich das dann Marco irgendwann mal erzählt. Jeder reagiert. Bis zu dem Zeitpunkt wusste es keiner. Ja. Ja, also ich sag mal, das ist für mich so symbolisch. Ich gehe rein, da sage ich, oh scheiße, Co-Trainer, muss ja am Trainer eigentlich alles sagen. Da habe ich die Jungs rüber, ey, mitkommen da hin ins Eck. Ich habe gesagt, glaube ich wortwörtlich, ich will keinen besoffen rumfallen sehen und ich habe keinen von euch gesehen. Ist es dabei geblieben? Wir dich auch nicht übrigens. Ja, und bis vor einem halben Jahr wusste es der Margot nicht, jetzt weiß es. Und Ich kann dir sagen, das war nicht das einzige Mal, wo wir weg waren. Das war nur das einzige Mal, wo du uns gesehen hast. Das einzige Mal, wo ich es gesehen habe. Ja, das gehört dazu. So wird mir eine Truppe. Die wussten, sie können sich auf mich verlassen, ich auf sie. So wächst du zusammen. Ja. Roger hat mir mal erzählt gehabt, dank der Abwehr ist man damals, oder ja, Abwehr, absolut. Mit der Abwehr steigt man auf. Flo, stimmt's? Ist so. Ich glaube, dass alle irgendwie zur Abwehr dazu beitragen, wenn die Stürmer vorne ihre Sachen machen. Sidney, der heute auch wieder vor mir gespielt hat, zu dem habe ich gesagt, ey, du kannst machen nach vorne, was du willst. Wenn du 2, 3 Tore machst oder vorbereitest, dann mache ich die Drecksarbeit für dich. Aber wenn du die nicht machst, dann erwarte ich, dass du rumdrehst und mir hinten hilfst. Und die meiste Zeit hat er schon seine Gegenspieler verrückt gemacht und ich hatte hinten meine Ruhe. Deswegen, ja, das ist einfach eine Truppe, die dann auf dem Platz gewusst hat, was Sache ist, auf was es ankommt. Natürlich feiern wir auch mit ein Teil, aber wenn es drauf ankommt, am Training waren alle da und da waren sich auch alle dann einig. Musste Leistung bringen, absolut. Also Profi durch und durch, das macht der Profi aus. Also zu wissen, wann ist gut und wann musste vielleicht ein bisschen runterschalten, absolut. Was macht für dich eigentlich, Flo, so die Mannschaft von 2009, 2010, 2010, 2011 so besonders? Das, was ich jetzt schon gesagt habe, dieses ganze Außenrum, also es war einfach harmonisch auf dem Platz. Also in der Kabine gab es schon auch so ein bisschen Krüppchen, die haben wir mit dem, das die mit dem. Sein, das ist normal. Das ist normal. Aber sobald wir in der Kabine auf dem Platz waren, ging es für alle nur um den Erfolg. Jeder in der Truppe wollte das Beste geben, wollte dem anderen helfen. Selbst die, wo jetzt hinten dran waren, die, wenn die reingekommen sind, wenn Ausfälle da waren. Und es war immer, jeder wusste, ey, ich habe die Aufgabe, die muss ich machen, damit wir erfolgreich sind. Und das war einfach, ja. Das hat die Truppe ausgemacht. Die war auf dem Punkt da, wenn es drauf ankam. Das ist ein bisschen schräg, ne? Wenn man das jetzt so hört. Das hört sich alles so leicht an und so einfach an. Aber so einfach ist es ja nicht. Es ist ja schon eine Menge Arbeit noch hinter, ne? Ja, du hast ja lauter Individualisten und das muss ja zusammenpassen. Das ist ja wie beim Puzzle. Und wenn du einer, zwei dabei hättest, der kann deine ganze Truppe durcheinander machen. Den hatten wir aber nicht dabei. Und wir hatten sehr gute Individualisten auf dem Platz, die sich aber trotzdem immer der Mannschaft untergeordnet haben. Mhm. Und das hat es halt auch letztendlich ausgemacht. Und deswegen hast du dann auch letztendlich Erfolg, wenn du dann die Qualität hast, das hast, das Ganze passt, jeder zieht mit. Das Training war auch dann manchmal hart, klar. Aber da hat's, ich kann mich nicht erinnern, dass irgendeiner mal gejammert hat oder irgendwas war. Und du kennst mich ja auch von länger, manchmal von den Sprüchen, ey. Nö. Wir trainieren und wenn ich über die Linie gehe, dann will ich gewinnen. Da hat einfach jeder mitgemacht. Das war eine geile Truppe. Absolut.
vor den Kameras, auf dem Spielfeld, aber auch die Leute hinter den Kulissen. Ne? Also das lief damals alles wie am Schnürchen, möchte ich sagen. War sehr harmonisch, daran erinnere ich mich noch. Flo, bevor ich dir jetzt noch eine Frage stelle, Chat, habt ihr Fragen an die zwei? Dann jetzt. Meine Frage kommt jetzt im Vorfeld. Meinst du, der Ribéry kennt dich noch? Das bezweifle ich, um ehrlich zu sein, aber der träumt doch mich, noch. Ich kann mich noch gut an das Spiel erinnern und war natürlich ein Highlight, wie das ganze Jahr nach dem Aufstieg. Also ich meine, wir sind aufgestiegen, aber das Jahr danach in der Bundesliga mit erste Heimspiel gegen Bayern, Abendspiel. Klar. Also so Sachen bleiben dir in Erinnerung und das verbindet auch einen. Und das sind genau die Köln, Themen. Ne? Wo, also, genau, das, ist, das war ja total bekloppt. Du hast als Fan, ich war ja auch im Gästeblock gewesen, die Sonne hat draufgeknallt, hier wurde schon irgendwie ganz schlecht, weil die Hitze da war. Ne? Waschbecken hat irgendjemand runtergerissen, darüber spreche ich jetzt besser nicht. Also es war schon heiß. Und da kommt ihr raus und macht es noch heißer. Also das war wirklich geil. Und dann erinnere ich mich noch, FC Bayern, erstes Heimspiel. Ich habe einen Nervenzusammenbruch gehabt. Das war ja Wahnsinn. Ilicevic und einmal Lucky. Glaube ich, getroffen. Ich habe mich auf die Stufen der Westkurve gesessen und war dann erstmal weg. Irgendwie. Man musste er erstmal verarbeiten. Aber weißt du, welche Aufgabe er hatte? Nee, erzähl. Das System hin und her. Wir haben gesagt, Flo. Egal, wo der hingeht, du bleibst dabei. Den kannst du nicht übergeben. Ja, aber du brauchst den haben auch die Leute, gesehen. Die halt hinten dran die Lücke dann zumachen und so weiter. Also nochmal, allein funktioniert sowas nicht. Nie. Nee. Egal, ob vorne oder hinten, überall. Ja. Und da wusste jeder, wir haben die Aufgabe vorher gekriegt, du machst das. Wir hatten vollstes Vertrauen ins Trainerteam. Das, was die sagen, wird schon irgendwie passen. Und es hat halt auch funktioniert. Und wenn du dann den Glauben entwickelst als Mannschaft und dich voll auf der andere verlassen kannst, dass der seine Sache macht, dann kommt sowas dabei raus wie 2010, 2011. Wahnsinn. Irgendwelche Highlights, die dir ganz besonders noch in Erinnerung geblieben sind? Abgesehen jetzt vom Aufstieg, da ist das, was in Erinnerung blieb, war super. Einige Erinnerungen habe ich verloren, weil wir echt viel gefeiert haben, auch zu Recht. Und einfach ja, die Wochen vor dem Aufstieg, nachdem das es dann klar war, auch dieses Spiel gegen Rostock daheim, wo eigentlich alles schon klar war, hey, wir gewinnen, Rostock ist abgestiegen, wenn wir gewinnen, sind wir aufgestiegen. Die ganze Stadt schon auf der Betze hoch, hey, heute steigen wir auf, ja. Wir verlieren 1-0 und sitzen nächsten Tag vorm Fernseher und gucken, dass FSV Frankfurt irgendwas gegen Augsburg holt mit dem Fallrückzieher von Sidimar, was dann auch wieder eine Geschichte ist in dem ganzen Ding. Den Namen vergisst du nie als Lauter. Nee. Das ist bekloppt. Der hat uns eigentlich hochgeschossen. Turk hat uns ja so geärgert gehabt, ne? Das weiß ich noch. Ich habe Beitrag gemacht für FCK TV damals, ne? Und ich verfolge das Spiel und der Turk, der trifft, verdammt, was machst du jetzt? Ne? Und dann auf einmal Sidimar. Meine Güte. Und dann nach dem Spiel, wir haben das zusammen im Rathaus geguckt, im 21 oben. Und nach Abpfiff, eine Stunde nach Abpfiff bei dem Spiel, war der Rathausplatz voll mit Leuten. Also ohne irgendwas. Am Freitag davor war alles organisiert, da hätten wir hinkommen können, wäre alles super. Aber so war es so spontan, die Leute sind gekommen und es war einmalig. Ja. Boah, war ich voll. So, dann Frage an dich natürlich, Roger. An deine liebste Erinnerung aus der Zeit? Klar, der Aufstieg, die Feier danach, mussten wir unseren Trainer heimführen, weil er nicht mehr laufen konnte. Ja, aber das erzählen wir nicht. Nee, aber das Kuriose, ich war zu dem Zeitpunkt Spielbeobachtung machen in Bremen. Wir steigen auf, weil eigentlich ja keiner mit gerechnet hat, dass das dann so passiert. Ich konnte mich gar nicht so schnell umdrehen, um zurück nach Laudern zu fahren und einfach... Ja, auch die Party danach und das war einfach geil. Habt ihr eigentlich mitbekommen, dass unsere U17 das Spiel jetzt mit 5-1 beendet hat? 4-1 wusste ich, 5-1. 5-1. Sehr schön. Super. Ja. Absolut. So, hat der Chat jetzt Fragen gestellt? Nö, die sind schüchtern. Keine Frage. Die sind schüchtern. Heidewitzka, jetzt habt ihr noch kurz die Möglichkeit. Naja. Schaut mal wieder hier so, sieht man Rogamo in Farb. Irgendwie gibt es hier Blaustich. Naja, apropos Stich, ich hoffe, wir sehen uns später noch. Wenn du bleibst, hoffe, kühl ist. Ja, ich muss erstmal hier den ganzen Scheiß abbauen. Flo, gibt es vielleicht irgendwie was Neues vom FCK selbst? Wann geht's in die USA? Am Dienstag. Am Dienstag geht's. Am Montag ist Trainingsauftakt, Dienstag geht's dann los und bin gespannt. Wie ist es eigentlich jetzt so als
Betreuer da oben. Also jetzt anders. Ja, anders. Also ich wäre gerne noch Spieler, um ehrlich zu sein. Auch ja. Da war einiges einfacher, aber die Zeiten sind leider vorbei. Trotzdem macht Spaß. Ich bin noch eng an der Mannschaft dran. Also ja. Krieg noch viel mit. Auch der Aufstieg jetzt mit der Truppe war ein Highlight. Die Fahrt von Dresden heim und jetzt auch das Zweitliga-Jahr. Also wenn es läuft, macht schon Spaß. Und aber sage ich den Jungs auch immer, es gibt nichts Schöneres, als unten auf dem Platz zu sein und genießt es, solange es geht. Ja, sehr schön gesagt. Also eine Frage war da, wann steigt der FCK auf? Ja. Dauert noch ein bisschen, oder? Wenn wir Erster oder Zweiter sind. Sehr gut. Sehr gut. Ach, hier wird sich erinnert an ein 5:0 gegen Schalke. Ja, kann ich mich auch noch dran erinnern. Und dass wir im zweiten Bundesliga-Jahr war es, glaube ich, fast europäisch gespielt haben. Viele Punkte haben nicht mehr gefehlt. Das Problem war, dass Schalke, glaube ich, Pokalsieger wurde. Und die damals gegen den Abstieg gespielt haben. Ja. Wenn da Bayern oder irgendjemand anders da oben Pokalsieger wäre, glaube ich, ja. Aber. Naja, dann sagt mal einer von euch beiden, dass die Leute noch ein Like da lassen sollen. So, zack, mache das, was die zwei sagen, anzeigen. Also ich bedanke mich bei Florian Dick. Ich hoffe, man sieht sich gleich noch. Roger, wir sehen uns sowieso noch. Hast du noch mein Hotelzimmer schließen? Schon übergeben. Das hoffe ich. Weiß nicht, ob du mit rein darfst. Ja gut, das ist was anderes. Dann lege ich mich an den See. Da mache ich es also, mal schön. Danke. Alles klar. Florian, mach rein. Danke. Ciao. So, also, lieber Stream, wie sieht's aus bei euch? Seid ihr noch irgendwie wach? Seid ihr noch fit? Mega sympathisch, die zwei, ne? Hoffentlich hat der mein Hotelzimmerschlüssel getan. Ich schlafe nicht auf der Bank. Ich schlafe nicht draußen. So. Ja. Tja, wenn nichts von euch kommt, können wir eigentlich abbauen, ne? Jetzt warten wir noch ganz kurz, ob wir noch einen Interviewpartner kriegen. Und wenn nicht, dann bomb ab. Ha? Ich fand das Spiel heute mega gut. Es hat so viel Spaß gemacht zuzugucken. Schade mit den vielen Kameraausfällen, gar keine Frage. Hat ein bisschen genervt, mich extrem abgenervt. Denn ihr müsst wissen, durch die ganze Republik gereist für den Spaß heute. Und wenn du dann hier ankommst, alles funktioniert super. Dann kurz vor Abpfiff, kurz vor Streambeginn, crasht alles. Das tut ein bisschen weh. Top, beide auf den Boden geblieben. Ich weiß nicht, wenn ihr das sehen würdet. Roger Lutz randaliert hier am Regietisch. Von wegen am Boden geblieben. Also, führt sich auf wie die Axt im Wald. Ja? Er geht ab. So. Und, kriegen wir jetzt noch was? Es wird noch diskutiert. Was gibt es da zu diskutieren? Das sind Headsets, dockt man sich hin und labert ein bisschen. Oh, wo sind... Ah, nix. Alles gut. Top, beide auf den Blumen. Gönnt euch die Feierabendschorle. Ihr habt das gut improvisiert. Mehr genervt haben die ignoranten Leute. Ach komm, scheiß drauf. Egal. Die wollen ja auch nur eine gute Zeit haben. So. Also, ich bin gespannt. Holne, gerne auch der Herr, ich habe es ihm schon gesagt, aber wenn der noch Autogramme gibt, das kann wieder dauern. Unser Herr Sippel wäre noch gut, ne? Der ist bestimmt in der Dusche, nimm die Funkkamera mit. Na? Daniel, hallo. Was? Hallo, steht neben dem Marc. Ah, okay. Hi. Magst du auch mal kurz hier Hallo sagen? Gerne, sagt er. Jetzt wird's gefährlich. Oh, hier, bitteschön. Ich nehm alles, was jetzt kommt. So, eben noch im Chat heute hier auf der Bank. Hallo. Warte mal, ich rutsch mal auf die Seite. Bisschen so ein bisschen im Bild. Ja, eben noch geschrieben, Daniel Snyder. Genau. Ja, aber das ist nicht der echte Name. Snyder. Nee, ich habe in meinem Profil habe ich das geändert und habe gemerkt, dass es auf meinem Profil, auf meinem Kanal dann ändert. Wollte dann wieder rückgängig machen, musste jetzt ein bisschen abwarten. Ja. Und dann, genau. Deswegen ist es ein bisschen kompliziert. Ach ja, kompliziert, das machen wir einfach. Fertig. Genau. Na? Ja, deswegen habe ich es zugeschrieben. Weil man den anderen Namen ja nicht kennt.
Ah ja, gut. Na? Den verratsch mal gleich. Ja, wie war es als Zuschauer heute hier in Bohmheim Rocksheim? Ja, war gut, also, organisiert, oder? Ja. Also wir waren tatsächlich einer der ersten, die da waren, also vor Öffnung. Gefühlt hat heute eh jeder, der sich hier rumgelümmelt hat. Ja. Also ohne Mist, das war irgendwie um 17 Uhr war, glaube ich, Einlass. Richtig, genau. Normalerweise, ne? Und da kommen sie auf immer so nach und nach rein, stellen sich also her. Ja, wir haben gesagt, wir sind durch die Stoße. Was? Okay. Ja, also war schön. Ja, ja, wir waren im Fangetal Bahnhof, auch natürlich gekleidet. Und das war aber schon 3 Uhr. Kein Mensch auf der Straße gesehen. Ne? Ja, sind jeder ja alle hier. So in Ludwigshafen Mitte, ja. Wir, FCK, wir brauchen die so. Also, jo. Was Bescheid. Auf jeden Fall. Gut, genau. Dann, jo. Der nächste Interviewpartner kommt. Alles gut, der Rodney. Ich bedanke mich bei dir. Auch natürlich für den Support. Gerne, gerne. Na? Immer wieder. Und machen es gut, noch viel Spaß. Ich hoffe, man sieht sich gleich noch. Auf jeden Fall. Ich muss aber erst noch abbauen. Das dauert noch ein bisschen. So. Heieiei, hier ist was los. Lieber Chat, habt ihr Fragen an unseren Rodney vielleicht? Hm? Ja. Ich weiß. Ich hab mal das einfach jetzt mal so gedacht. Ich bin auch auf Zack und auf Zick. Man nennt mich auch Zickzack. Klar. Immer her. Mit dem jungen Gemüse. Ja? Man müsste vielleicht auch mal ganz kurz aufs Stadevolumen gucken. Das wäre vielleicht ganz cool. Ach, geht noch. Ein bisschen geht. Ja? Chat, Fragen an Rodney. Oh oh. Ist gerade der Stream abgeschmiert? Oder seht ihr mich noch? Ich hoffe, ihr seht mich noch und ihr hört mich noch. Sie meinte Tobi. Naja, wo ist der? Wo ist der? Ja? Was? Was macht Rodney inzwischen? Frage ich ihn gleich. Kein Ding. Rodney Amedick, bestes Duo. Die haben sich sehr gut damals ergänzt. Das stimmt. Das war schon eine Megatruppe. Da muss man wirklich sagen. Oh, wir sind offline. Guck mal bitte, ob das Strom ist aus, oder? Ja. Hi. Grüß dich. Wir sind offline. Guck mal bitte, ob der Strom läuft. Nein? Okay. Okay, gut. Ich hoffe, wir sind wieder online. Ja, wir sind wieder online. So, mein lieber Rodney, dann nimmst du mal dieses Headset. Jetzt hoffen wir, dass das alles wieder funktioniert. Und ich sage, hallo, wie geht's? Gut. Ja? Servus. Servus. Was machst du eigentlich aktuell so? Ja. Ja. Ja, Society ist, ja. Ich nehme es halt von Familie her. Und ich bin auch in der Welt Berater, dass die Spieler unterstützen. Ja. Und dann das mache ich heute. Hast du gewusst, dass wir zwar schon zusammengearbeitet haben beim FCK? Ich habe damals FCK-TV gemacht und wir waren mit dir beim FCK Portugiesen, glaube ich, damals. Ach so. Für Zeitung und für das Internetfilmchen. Ja, ja, da dran erinnere ich mich. Ja, ja. Ja, wie hast du die Zeit eigentlich damals so erlebt? Ja, ich glaube, war für mich die beste Zeit, dass ich habe hier gelebt. Kannst du das Ärmchen ein bisschen höher machen? Ja. Warte mal, Chef hier. So. Ja. Wunderbar. Wie hast du damals die Truppe erlebt? Ah, für mich war diese Gruppe die beste Gruppe, die ich habe zusammen gespielt. Ne? Und heute, das ist wie die Leute, war fast alles hier und hat mich sehr gefreut, dass alles wieder sehe. Ja, wie war das so nach so einer langen Zeit? Hast du vielleicht noch Kontakt zu einem oder anderen? Ja, ich habe Kontakt mit ein paar Leuten. Die anderen, wir haben Kontakt verloren. Keine. Das ist aber normal. Ja. Ne? Genau. Deswegen heute bin ich seit das Roger hat mich vor diese Spiele eingeladen. Ich habe direkt ja gesagt, weil
diese Gruppe, wie gesagt, ist bleibt mein Herz und ich habe auch sehr die Edelspieler sehr lieb. Man musste nicht lange überlegen. Roger hat mir das erzählt, dass dieses Spiel gemacht wird. Wir haben einige Wochen vorher schon drüber gesprochen, da sage ich, naja, ob das jetzt noch klappt und so dieses Jahr. Doch, doch, ich rufe die an, die kommen. Ja, genau. Ja. Genau, wie du siehst, diese Gruppe war unglaublich und ja. Du siehst, dass die alle wollen herkommen und dass wir wieder treffen und Spaß in den Platz haben. Vorhin wurde im Chat geschrieben, Rodney und Amedik, bestes Duo. Damals. Oh. Verlernt hast du aber auch nichts. Heute warst du auch ausgezeichnet noch, ne? Oh, danke für die Kompliment. Wie lange ist es jetzt her, seitdem du noch mal, also seitdem du auf dem Fußballplatz warst? Ich habe aufgehört 2018. Ne? Und ja, ab und zu, ich kicke noch, aber seit 6 Monaten, da ich habe nicht mehr meine Schuhe getragen und ich habe nicht gedacht, dass heute ich schaffe 45 Minuten, aber Gott sei Dank hat alles gut gelaufen. Sehr schön. Gibt es irgendwas, was du dich gerne erinnerst von damals? Ich glaube, dieser Tag, dass wir haben Aufstieg zur ersten Bundesliga, wie die Fans hat gefeiert und so, war unglaublich und was kann sein, der Tag war der beste Moment in meinem Leben, ja, viele Emotionen. Absolut, es geht aber fast jedem so aus der Zeit, ne? Ja. Fast jedem so, wenn ich da die verschiedenen Leute frage, jeder erzählt mir, das war eine Mannschaft. Da hat alles gestimmt. Natürlich war es da und da, gab es immer mal so Kleinigkeiten, aber nie irgendwie richtig was Großes. War immer irgendwie sehr harmonisch, war ein tolles Miteinander, war sehr respektvoll alles. Genau. Man erinnert sich einfach nur sehr, sehr gern an die Zeit zurück. Aber nicht nur wegen dem Aufstieg, sondern einfach wegen diesem Zusammen. Ne? Ja, genau. Ich glaube, wir haben immer gut mit den Händen gut gepasst. Ja. Naja, die Zeit, dass hier war kein Problem, kein Streit mit den Händen. Die Atmosphäre in der Kabine war super. Ja. Dann, war geil. War geile Zeit. Gibt es irgendwie ein Lieblingsspiel, an das du dich ganz besonders gerne noch erinnerst aus deiner Karriere? Ich glaube, das letzte Spiel in der Bundesliga, das wir gegen Werder Bremen gespielt haben, war der Fritz Walter war komplett voll und ich habe auch ein Tor gemacht und so. Ich habe viel sehr gefeiert und gibt paar schöne Momente, aber ich glaube, ne, wenn du im Verteidiger spielst und ein Tor nach vorne machst, ist sehr, sehr. Ja. Vermisst du eigentlich das Fußballgeschäft, jetzt wo du raus bist? Ja. Also nur das Fußballspielen oder das Geschäft? Ich finde, ich habe viele Freunde und Bekannte, die spielen noch aktuell Fußball. Mhm. Andere sind Spielerberater geworden und sowas. Ne? Genau. Es ist kein Geschäft für mich irgendwie so. Du musst da echt, also wenn du das Geld siehst, was heutzutage so umgeht, ne, und das war ja damals schon viel. Ja. Irgendwie ist das so, wie soll ich sagen, angespannt. Mhm. Ne, es ist irgendwie, du musst über Leichen gehen und das kann ich nicht. ist nicht mein Ding. Ich habe letztens mit einem Spielerberater ein Interview gemacht für meinen Podcast und da ging es nämlich darum, der Chat hat nämlich gefragt, wenn ein Spieler noch nicht so weit ist und trotzdem ein großes Angebot bekommt und du weißt aber, wenn du ihn dorthin schickst, sitzt er nur auf der Bank. Machst du es oder machst du es nicht? Und da sagt der knallhart, mache ich. Warum? Weil der Spieler nie wieder vielleicht so einen Vertrag bekommt wie jetzt. Teilst du das? Ist das so? Ja, ich glaube, dass zum Beispiel, du musst transparent mit dem Spieler sein.
Du musst eine Option von ihm geben, das ist Geld, hier du spielst. Was findest du besser für dich, für deine Karriere? Und dann, ich glaube, das Erste muss mit dem Spieler reden und schauen, was besser für ihn. Und dann, wenn er sagt, das oder das, und dann wir reden normal und dann zusammen die Entscheidung. Das klingt sehr vernünftig. Was machst du jetzt aktuell eigentlich? Wo wohnst du überhaupt? Ich wohne in der Nähe von Salzburg. Ja. Oder bist du extra hierher gekommen, Mensch? Ja, und ja, du hast genau. Nicht überlegt. Ja. Bist du musst nicht sagen, wo, sag's bitte jetzt nicht, aber bist du im Hotel? Nein. Nein, du fährst jetzt wieder heim? Nein, die Zeit, dass ich war hier in Kaiserslautern, ich habe eine große Familie kennengelernt, eine Frau und einen Mann. Das für mich war wie meine Mama und Papa. Und die Zeit, dass ich hier nach Kaiserslautern komme, ich bleibe immer bei ihm und so. Und wie. Ist halt wie Familie. Ja, wie Familie. Halt wie Familie. Ist meine Familie. Sehr schön. Gut, dann hoffe ich, wir sehen uns gleich noch. Ja, hinten. auf jeden Fall. Sehr schön. Lieben Dank. Bitte gerne. Bis später, ja? Bis später. Ciao. So. Also, immer noch sehr sympathisch, bodenständig. Sehr schön. Chat, ich hoffe, ihr seid jetzt wieder da. Es gab wieder einen Abriss. Es tut mir wirklich leid. Nee, Chat ist nicht mehr da. Vielleicht werden wir es jetzt nochmal neu anschieben. Vielleicht klappt es ja noch. Jetzt warten wir. Kriegt man noch jemand? Bitte? Ah, okay. Eventuell ist gleich Marco Kurz noch da. Oh. Da fällt schon der Erste von der Bank. Sehr gut. Ja? Ne, hoffen wir mal, dass das alles so noch ruhig verläuft. Ich würde jetzt kurz nochmal Danke sagen, wenn es denn okay für euch ist. Was heißt, wenn es okay für euch ist? Großes Dankeschön für diesen Stream geht an Haidong Gumdo Hando Ebernburg. Vielen lieben Dank. Das war schnell und fehlerfrei. Wow, ich werde immer besser. Vielen lieben Dank für die Unterstützung. März Entrümpelungen, Transporte und Gebäudedienstleistungen. Lieben Dank für die Unterstützung. Wolfgang Rothberg, Planungs- und Sachverständigenbüro. Danke dir, Wolfgang, und liebe Grüße. Boro Pflegedienst. Vielen, vielen Dank und vor allen Dingen auch vielen Dank für eure Arbeit. Die ist sehr, sehr wichtig. Einfach nur Danke. So, AXA Agentur Summer aus Grünstadt, Kaiserslautern. Danke an den Thomas für die Unterstützung. Nee, das gibt's doch nicht. Herr Dr. Koll, bitte nicht verklagen. Liebe Grüße und ganz, ganz herzlichen Dank für die Unterstützung an der Herr Dr. Koll mit seinem Alcatraz Hotel in Kaiserslautern. Alle Links in der Beschreibung natürlich abrufbar. Klickt da drauf, präsentieren alle ihre Unternehmen, ihre Dienstleistungen, Angebote und so weiter und so fort. Ich habe gesehen, Michael Merz macht ja auch sehr, sehr viel mit Spenden und so weiter und so fort. Also verfolgt auf jeden Fall diese Menschen. Die sind sehr, sehr toll unterwegs. So, wir haben dann noch natürlich ein großes Dankeschön an euch für die Unterstützung, für jeden Like, für jedes Abo auf diesem Kanal, für... Ja, auch natürlich die Kanalmitgliedschaften. Vielen, vielen Dank, weil ohne die wäre es jetzt hier natürlich auch nicht so, wie es jetzt ist. Auch wenn natürlich Kameras ausgefallen sind, ich kann es nicht glauben. Ich kann es einfach nicht fassen. Aber es ist mir, wenn ich sage, ist mir noch nie passiert, wäre es gelungen. Aber das schon lange, lange, lange war es nicht so. Ja? So, jetzt schaue ich mal, ob ich irgendwo nochmal den Chat bei mir herbekomme. Also ich weiß, wir streamen noch. Jeder einen Daumen nach oben wäre richtig geil. Rodney kann gerne zum FCK wiederkommen, ja, so wie der heute gespielt hat. Ne? Achso, es hat im Übrigen geklappt. Ich habe den Chat wieder. Yes. Neben wem saß er am liebsten im Bus? Sophia, es tut mir sehr leid. Ich hatte keinen Chat. Es war ein schwierigster Gegner. Super sympathisch. Ja, es tut mir wirklich leid. Wo wohnt er? Naja, er wohnt jetzt halt natürlich in Salzburg. Hat er gesagt. Das Wahnsinn, woher die Leute kommen. Hier, Roger hat es ja vorhin erzählt. Und die haben nicht lange überlegt, ne? Manche gar nicht. Die haben sofort zugesagt. So, egal wann, ja, ich bin da.
Ne? Also das ist schon mega. Ja? Der Patrick, Kirmesmodelle schreibt, danke an dich für den Stream und deinen Einsatz. Syntax schreibt, danke für den Stream. Vielen lieben Dank, ihr zwei. Dominik Riel, ja, postet halt den Daumen nach oben, danke. Aber draufklicken wäre geiler. Sehr gut, sehr schön. Ach, Mensch. Oh, Rodney macht da ohne Fotos. Soll ich mal Fotobombing machen? Geht die Funkkamera noch? So hingehen, so. Hallo. Ja, genau. Alles gut, dachte ich, schicke random Frage, bevor der Chat wieder schüchtern ist. Ja, ja, gut. So kenne ich euch eigentlich gar nicht. Moich gut. Oh, gut. Mir wird's ja ganz warm ums Herz. Nimm mal dein Brust aus der Suppe, ne? So, super. Der Witz. Souverän verkackt, ja? Kommt Sibyl auch noch zum Interview? Ich hoffe. Wir warten jetzt auf Marco Kurz und eventuell noch auf Sibylche, aber wenn. Hä? Ach so, ja, wird mit den Schultern gezuckt, ja. Warte mal, ich probier's mal. Simbel. Ja, lange nicht mehr gewählt, denn du musst mal suchen. Ich mach mich mal kurz stumm. Ich glaube, der tanzt schon da drüber. Ja, ja, ich habe eben den Tobi versucht anzurufen. Der geht natürlich nicht ran. Wer weiß, wo er das Handy hängen hat. So, ach du lieber Gott, wie viele Nachrichten habe ich denn da? Wow. Bitte? Ja, ja. Ey, ich brauche kein Foto vom Sippel, ich brauche das Sippel. Ah, keep cool, bist online. Sehr schön. Dankeschön für den Hinweis. Ich habe es leider jetzt erst gelesen, es tut mir leid. Also, wenn vielleicht nochmal jemand nachguckt, vielleicht haben sie sich verlaufen oder so, weil ansonsten mache ich jetzt Feierabend. Da bin ich jetzt ein bisschen eigensinnig. Sippel schon im Aufstiegsmodus 2.0. Aber der eskaliert gerade zu Helene Fischer oder so. Wer weiß. Was hatten die nochmal gesungen? Bett im Kornfeld. Ich kenne mich da nicht so aus. Ja. Aber nochmal, sei an dieser Stelle gesagt, wie geil dieser Tag organisiert war. Also wirklich, SC Bobenheim Roxheim. Richtig, richtig gut. Ich habe vorhin gehört, was spielen die? A-Klasse? Habe ich gehört. Ich bin halt erst seit heute Fan. Es tut mir leid. Ich muss in die Historie hineinwachsen. Ja? Aber das sieht nicht aus nach A-Klasse. Das ist alles so... Das ist mehr irgendwie. Das auch Harmonie pur irgendwie. Alle nett. Egal im Übrigen auch welches Alter. Ne? Ich habe da... Heute Mittag, als ich hier angekommen bin, so kurz vor eins, erst gemeint, wie ist denn der drauf? Aber voll nett, der hat Spaß gemacht. Ich dachte, der pflückt mich doch an, weil wir da reingefahren sind. Nee, ganz im Gegenteil, der wollte uns nötigen, dass wir da runterfahren. Ne, und erst dann hat er uns gefragt, wohin wir eigentlich wollen. Das war sehr gut, erst mal alle hergelockt. Ne? Ja, jetzt warte ich halt mal noch kurz und wenn gleich niemand sich rührt, dann... Bitte? Nee, kommt niemand mehr, warum nicht? Tanzt das Sippel wieder auf den Tisch? Weil dann muss ich los. So. Gab es eigentlich heute Superchat oder sowas? Ich muss mich dafür echt entschuldigen. Ich habe das nicht im Blick gehabt. Ich schau mal schnell nach. Nicht, dass ich Danke sagen muss und hab's dann halt einfach, wobei ich mich eh bei euch allen bedanke, die heute dabei waren, ja? Ich will nur nicht undankbar erscheinen, ja? Jetzt gucke ich mal schnell. Abonniert den Kanal, ist kostenlos, aber nicht umsonst, ne? Der Klassiker. So. Ich glaube nicht. Wo sehe ich denn das eigentlich? Ich bin da jetzt hier rein. Das hat man mal der Matze. Liebe Grüße, mein Freund, an dich.
Matze hat mir das mal gezeigt. Nee. Alles klar, gut. Da muss ich mich ja auch nicht schämen. So. Also sollte er noch kommen, was ich aber langsam nicht mehr glaube, dann hast du mal beim Roger probiert nochmal. Der soll machen. Also jetzt ist einmal ist jeder wieder hier. Sollen sich nicht so anstellen. Ja, ganz im Ernst. Wenn ich gleich mit der GoPro live gehe. Gehen wir mal gucken, wer am längsten duscht. Hä? Sibyl soll mal schon alle auf die Seinstelle und herkommen. Wahrscheinlich, ne? Ja, wahrscheinlich. So, also hier wird gedollt, höre ich. Ah, okay. So, dann machen wir das aus. Machen wir das weg. Zack, zack, zack. Oh, 21 Uhr. Aber wissen wir was? Ich mach jetzt gleich schon. Wenn jetzt noch einer kommt. So. Ich bin ja überwältigt. Das sind ja so viele Nachrichten, die gehe ich jetzt nicht durch, okay? Sonst wird es ja noch ruhiger. Oh. Moment, ich stumm mich mal ganz kurz, weil ich glaube, es eskaliert hier. Alle schaffe ich jetzt auch nicht mehr. Meine Kondition geht jetzt auch langsam flöten. Muss noch abbauen. Stämmert, ihr Leid. Ja? Und gleich wieder da. Ihr guckt euch jetzt nochmal ganz kurz die Sponsoren an, bei denen wir uns bedanken. Und dann sehen wir uns gleich wieder mit zwei neuen Gästen. Bis gleich.
tut mir wirklich leid, aber ich wollte dieses Overlay nicht unerwähnt lassen. Ne? Also ich hab das da zusammengefriemelt. Ich wollte es unbedingt heute noch benutzen, dieses Pause-Ding. Dieses Pause-Ding. Seht ihr das? Sieht doch fantastisch aus. Ich glaube, da hat irgendjemand sich ein Mikrofon geschnappt. Reiß die Hütte ab. Genau. Ja, es eskaliert gerade. Dezent, ja. Also, Droger ist am Abdense, was? Droger macht Stress. Achso, der macht Stress? Ja, der macht immer Stress. Gut. Ja, absolut. Das machen wir auch gleich noch. Kurz und knackig. Ja. Er bockt sich gleich ins Bild. Nee, ich lösche den Stream eigentlich. Gleich. Kann man sich nicht mehr angucken. Natürlich bleibt er online. Von daher, danke für jeden Daumen nach oben. Auf jeden Fall. Und sorry nochmal, dass das vorhin ein bisschen problematisch war, auch mit den Abbrüchen. Ne? Das ist hier LTE-Router. Alles ein Haufen Geld kostet für heute. Das ist echt der Wahnsinn, was man jetzt alles macht. Ha? Dann noch der billige Kameramann, das stimmt. Aber der hat gefilmt wie großer. Kann ich nichts sagen. Ein bisschen Party-Modus wie früher. Ja, hoffentlich fährt er nicht noch wohin. Das tut der andere Autos nicht gut. Ja? Puh. Ja, ich habe keine Ahnung, was das ist, aber macht ja nichts. Ich will auch, das nächste Mal, wenn wir sowas machen, hätte ich auch gerne hier Planschbecke oder sowas. Dann mache ich auch Hot-Tub-Stream. Bitte? Dann nehme ich mein Zelt mit. Ich nehme alles mit. Pool. Hund. Ne, dort doch. Klar. Oh, auf den freue ich mich schon. Mein Hund. Der hält daheim die Stellung. Das ist gut. Bin ich schon Sender der Waschschaft. Absolut. So, ich werde angerufen. Ich lasse mal ganz kurz. Eieieiei. Oh, da freue ich mich. Ja, ja. Wenn man halt einmal in der Kante ist, ne, und die Leute sind hier vor Ort, aber ich habe halt keine Zeit, was soll ich machen? Würde mich gern zerreißen, es geht nur nicht. So. Platz wäre dort zum Zerreißen, aber wie es halt so ist. So, ich geselle mich ins Planschbecken dazu. Oha, Patrick. Welche Rot. Da fängt's Wasser von alleine an zu blubbern, weil es kocht. Na? So, wie sieht's jetzt aus? Also ich gehe jetzt gleich mit dem ganzen Zeug einfach dahin. Ist vielleicht einfacher. Ich meine, es ist ja nicht so, dass wir kein Keule-Mikrofon da hätten. Wo ist denn das eigentlich? Ja, liegt da vorne. Ist doch mega gut. Ich muss mal da aktualisieren. Ich kann den Chat schon wieder nicht lesen. Eieieiei. Naja, gut Ding will Weile haben, sagt man, ne? Aber Leute, ich mach gleich Feierabend. Also wenn die jetzt gleich nicht hierher kommen, dann endet der Stream unschön mit brennenden Tischen. Vielleicht zünde ich ja einen Mülleimer an. Mal gucken. Boy, kommst du kurz? Komm schon kurz her, mach ein bisschen Werbung. Hallo. Dass man dem immer alles sagen muss. Wenn du das Stream machen würdest, ne, hätte ich mich schon dreimal ins Bild gedrückt. Ah ja, klar. Ja, lass den doch her. Ja, sowas. Nur wenn jemand anderes kommt, muss ich weg.
Bei mir ist jetzt natürlich der liebe Sebastian. Ach so, der ist kleiner wie die anderen, das gibt's doch nicht. Ajo, servus. Ah, servus. Warte mal, ey, was macht dann der Anna jetzt da? Ey, dir darf man doch nichts geben. Darf ich mal ganz kurz selber was die, willst du wie beim Rotten, ey. Das gibt's doch nicht. Hat ihr da all irgendwie, du hast das Ding auch falsch rum an, fällt mir gerade auf. Die preschen mir denn nicht, die preschen mir da alle kaputt. So. Der YouTube, das YouTube-Ding wird immer da. Warum hast du was kaputt gemacht? Ich nicht. Aber du mischst ein bisschen auf die Seite, sonst bist du in dem Bild. So. Hat jemand eine Schuhkarton? Nee, wo muss ich dann hin? Nee, ist doch gut so. Ist doch gut. Ist doch gut so. Kennt er denn noch, denn der junge Mann? Unzerstörbar, der FCK-Podcast. So sieht's aus. Und jetzt sind wir zusammen. Oh, schön, ne? Ich kenn gerade Heile. Wir haben 3 Stunden aufgenommen. Die aktuelle Folge ist 3 Stunden. Ja gut, lang man musste zusammen. Wir wollten eigentlich die letzte Folge schon Rückschau machen, ne? Stimmt. Und jetzt haben wir halt. Sind wir aber bei Fortuna Düsseldorf. Bei dem Spiel sind wir voll versackt. Aber gut, kann schon mal rennen. Jetzt haben wir halt nochmal aufgenommen. Jetzt hat es 2 Folgen gegeben. Kann man nichts machen. Kann schon mal rennen. Nichts. Muschel gucke zu. Muschel trinke Wasser aus der Wand. Oleg, das gibt's doch nicht. Hast du? Hey, ich muss das Ding live schwätzen, jetzt kommt's. Servus. The Chat. Das Tor ist im Übrigen der Ersatzkameramann, der das mega gut gemacht hat. Danke an Sascha. Könnt ihr auch gerne mal Danke in den Chat machen oder so. Also das wäre doch mal richtig gut. Eieiei. Chat ist lame heute irgendwie. Die sind so schüchtern. Die sind schüchtern. Die sind heute schüchtern. Man merkt so richtig, dass du nicht dabei bist. Natürlich, natürlich. Wenn Sebastian dabei ist, da eskaliert es immer. Fliegen Schlipper durch den Chat. Naja, wie es so ist. Aber 3 Stunden. Aber mit Betze in Zeit, ne? Vom Thomas von Betze in Zeit Grüße aufgenommen. An euch auf jeden Fall. Auf jeden Fall, liebe Grüße. Mega krass. Auch wieder Bilder. Auch mal wieder Bilder von der Tor. Ja, was soll ich das sagen? Ja, was? Natürlich. Sorry nochmal an den Sebastian, hat ihr auf Insta geschrieben wegen dem Bild? Ah jo, danke mehr. Was war? Nix, er wollte Bild machen, aber ich hab ihn nicht gefunden. Oder eben nicht, ne? Keine Ahnung. Jetzt verrate ich da was. Wer hat denn das geschrieben? Fabian. Der hat dich gesehen. Kommt doch hinterm Häuschen, oder? Marc, Vorsicht, Fabi ist da. Und da hat er sich doch in der Kabine versteckt. Nee, das stimmt natürlich nicht. Ah ja, klar, aber 3 Stunden, ich glaube, das war eine unserer längsten Folgen. Das war die längste Folge. Das war die längste. Ja. Der Thomas hat auch so gefreut, war das die längste Folge? Oh. So, müssen wir echt mal gucken. Ja, wird eng, aber ja, vielleicht. Ja, mit viel Glück sind wir vielleicht gerade so unterm Limit. Ja. Limit gesprengt. Müssen wir doch gut sagen, aber das passiert. Absolut, mein Hund hat mich kaum noch erkannt, als ich aus der Sauna rauskam. Ein Glück habe ich mal das alles wieder drauf gefuttert. Ajo. Ja. Was ist denn? Ajo, ich schub's dich gleich von der Bank. Ich bin Spargel. Gerne Schlange. Aber wie Elefant. Ach so, der ist ja auch noch da, genau. Sascha, wie war es denn eigentlich für dich da heute auf dem Platz rumzudüsen? Also am Platz. Ja, war mal was ganz anderes. Ja, das stimmt. Da hat er sich beschwert. Die Kamera ist so schwer. Gib mal bitte die Kamera. Die Mikro ist ein bisschen was schwer. Da müsst ihr euch rennpfeifen, ne? Da hat er. Sebastian, kannst du dir das vorstellen? Oh. Oh. Oh Gott. Das ist kaputt. Kannst du dir das vorstellen, dass der sagt, so schwer. Jo, also. Nicht, was sah nicht? Jo, so schwer ist die doch gar nicht. Nur wenn du die mal 5 Stunden Halle musst. Ich hatte die 90 Minuten plus. Ja, 90 Minuten. 4 Stunden. Die 90. Die Nachspielzeit war schon lang. Das geht ja. Ach, Nachspielzeit. Jetzt geht's aber ab. Geht die du bist ja auch schon ein bisschen größer wie ich. Ah, okay. Ja, ich. Hier, du Marc. Achso. Guck mal. Okay. Oh. Jetzt können wir Scheiße machen. Und podcastet der Marc jetzt ohne Hose? Zeig's nicht. Hör auf. Zeig's nicht. Also, Spoiler, Schuh hab ich an. Aber guck mal, du recht. Ich verrate nichts. Nee, deswegen darf ich ja nicht aufstehen, ne? Also, wie ist es eigentlich so, Podcast zu machen? Manchmal lang. Manchmal lang, aber nie langweilig bei uns. Das stimmt. Muss man sagen. Und wir nehmen deswegen immer ein bisschen länger auf, weil wir einfach zu viel Quatsch machen. Ja, guck mal, Quatsch. Wir machen Quatsch. Das hört nur nie einer. Naja, eigentlich muss man ja dazu sagen, dass die Gespräche enorm aufzeichnen, meistens viel interessanter sind. Ja, das stimmt auch. Das verraten wir euch aber nicht.
Nee, niemals. Nicht unter den Tisch, nee. Uff. Naja, was? Nee, meinem Kollege ging es nicht gut, der wollte heim, er ist gefahren. Achso, ja, gut. Ja. Stiftung Mischbrühl Tested und Powered by Mark Litz. Auf jeden Fall. Guck mal hier, so sieht das Ganze aus. Was, tut sich was? Nee. Oh. Da steht Bier auf dem Spielfeld, ist das normal? Das gehört sich so. Ah, na guck mal, was ist da passiert? Ja, guck mal, was da passiert. Wir machen es wie die FIFA. Wir reden drüber und zeigen es ganz nah. Oh Gott, das arme Bier! Das ist doch Sprudel, oder? Sprudel und nee, Bier. Es ist Bier. Was für Bier schenken die hier eigentlich aus? Carlsberg. Oh, das ist doch kein Bier. Ich fühle mich wieder hin. Ach so, stimmt. Also so ist der Aufbau. Du sieht es ja eigentlich aufgeräumt aus. Aber wenn er jetzt mal vor das Pult guckt, da liegen nur Kabel rum. Und nicht nur da. Und nicht nur da, das stimmt. Ah ja, klar. Aber guck mal, oh, Sonnenuntergang, Oberheim-Rocksheim. Romantisch. Schön. Wunderschön. Oh, und das noch mit dem Chat, ne? Und das mit dem Boy und mit dem Marc. Ja. Fällt nur noch das Storch da die ganze Zeit rumgeflogen. Der ist tatsächlich die ganze Zeit so drüber geflogen. Ja. Ja. Was ist denn jetzt eigentlich mit denen zwei? Ja, keine Ahnung. Vielleicht sind die noch am Dusche. Okay, komm, ich gehe jetzt. Also der Marco hat meine Nachricht mitbekommen. Der Marco hat sie gelesen. Ah ja. Dann wart mal halt noch kurz. Oh, hast du ausgemacht? Oh ja, jetzt habe ich ausgemacht. Ja. Tja, was sonst so? Nee, was sagst du so zu der Organisation? Nee, war recht gut. Also so, auch so die Inleitung zum Parkplatz, in das war ja. Die. Ich muss nicht mal anstehen, wie ich auf dem Bett sind, das bin ich gar nicht. Ja. Hier herrscht System. Also, ich bin ja nichts anderes gewöhnt. Ne? Ich fahre da vor, denk so, VIP-Parkplatz, klar, da gehöre ich hin. Ja, sagt ihr, nee. Nee, war nicht so. Aber das Coole ist in der Pfalz, wenn du daher kommst, wenn du in die Altheimat kommst und du sagst, ja gut, der Parkplatz ist ja aber zu, mach doch die Pylone einfach weg. So, ja gut, okay. So, Prognose für die nächste Saison. Ah, das ist halt schwer, ne? Ja. Das ist schwer, oder? So wie die heute gespielt. Ah, nee, Quatsch. Steig mir wieder ab. Wir brauchen nicht Stimmer, würde ich sagen. Das hilft ja alles nichts. Ich würde ja deine Hut nehmen. Und alle anderen raus. Die Breville wird nicht verlängert, ne? Ja, also der beziehungsweise ist jetzt er ist weg. Ja, der ist jetzt, er hätte sich anders entschieden, habe ich gehört. Also, hier hätten wir auf jeden Fall mal beim SWR-Podcast drin, weil das war eine interessante Aussage. Sollte ihr das eigenen Mann drüber bilden? Mit mehr Heinz, oder was, meinst du? Allgemein. Allgemein? Ich dachte, wir müssen nochmal Podcast aufnehmen. Ja, mach schon nächste Woche. Na gut, aufnehmen können wir in der Tat nächste Woche, aber es wäre sehr unklug, weil wenn im Laufe der USA-Reise irgendwas rauskam, Flo war ja vorhin im Gespräch drin und der hat gemeint, sie fliegen am Dienstag. Dienstag morgen, ja. Ja, also du weißt ja nicht, was passiert. So. Vielleicht heben sie sich noch ein paar Hammer-News auf oder so. Man munkelt. Man munkelt. Wie soll nix? Nee, nee. Ja, also Prognose für die nächste Saison. Was glaubst du? Schwer. Also da, ja, da ich hoffe, dass noch der oder andere neu kommt, noch ein bisschen abwarten. Absolut. Sascha? Ja? Was meinst du? Kamerakind? Das Kamerakind. Ein einstelliger Tabellenplatz wird es nicht mehr. Nee, glaube ich auch nicht. Also gerade mit Hertha kommt jetzt nochmal ein paar Millionen runter. Ne? Dann hat HSV hat ein paar Millionen nochmal. HSV hat 30 Millionen. Weißt du, verbrannt. Also jetzt pass auf. Da gehen sie hin und sagen irgendwie so, ja, 4 Millionen. Wir erhöhen den Etat, den Spieleretat auf 4 Millionen. Sag ich, ja, klar, Spieleretat. Da läuft doch jemand am Rücken, sind da vorne weg 6 oder so. Mhm. Und dann noch 2-3 Tage später, Kühnepulver 30 Millionen. Das war alles klar. Ja, gut, da war ich mit 4 Millionen. Vielleicht haben die auch so Keller, wo ganz viel komische Sache drin sind. Was ist denn das? Oh, Fernander, was ist denn das? Stefan, bist du's? Ja, naja. Ach ja, was passiert bis Dienstag? Nix, meine Prognose. Nee, bis Dienstag passiert da nichts, glaube ich. Oder? Wenn wir Glück haben, vielleicht. Naja. Wir haben jetzt erstmal mit Hängen verlängert. Genau, wir haben jetzt erstmal mit Hängen verlängert, das war auch klar. Telefonierst du bitte mal nochmal? Das kann ich machen, wen soll ich denn bitte anrufen? Der Roger. Nicht der Oger, der Roger. Weil ich mache jetzt
ich sag, wann Feierabend ist und wenn ich jetzt noch zwei Stück kriege und dann kriege ich jetzt noch zwei und wenn ich keine mehr kriege und dann mache ich Feierabend. So, wer weiß, wann man das nächste Mal nochmal sieht, ne? So sieht das im Backend aus, ist ja doch. Ja, ja, das ist YouTube. Wahnsinn. Absolut. Und das ist der zweite Stream. Mir ist ja vorhin der Stream abgeraucht. Oh, da hast du was ganz... Ja. Hä? Das ist ein Arsch. Den hole ich jetzt. Ohne Mist. Den hole ich mal jetzt. Sebastian, unzerstellbar, der FCK-Podcast, unzerstellbar-podcast.de. Unser FCK-Podcast reinhören. Sascha, vielen lieben Dank für die Kameraarbeit und natürlich für die Unterstützung, ist ja ganz klar. Ich habe auch verlängert. Oh, der Patrick hat auch verlängert. Alles klar. So. Gut, ihr zwei Süße und ihr liebe Schätzer im Chat, tut mir leid, kommt jetzt niemand mehr. Ich habe jetzt, und selbst wenn einer kommt, der ist dann halt einfach zu spät. Ich kann nicht mehr. Doch versucht dann das Palzlied zu singen und ich bin nicht dabei. Es ist immer schlecht, ja? Oje, oje, oje. Ich versuche mal, mich jetzt nochmal zu bedanken, ja? Oh, Stechmücke gekommen. Ah, das ist nicht gut. Du bist Inventar, Patrick. So sieht's aus. So, gut. Mach mal Feierabend, oder? Oder ich gucke jetzt noch einmal. Wenn sich da jetzt nichts bewegt, ne? Na gut, da bewegt sich viel. Ich habe aber gerade keinen Überblick mehr, sage ich ganz ehrlich. Es sind zu viele Leute. Nee. Ich sehe niemand daher wackeln. Von daher mache ich jetzt Feierabend. Gut, alles klar. In diesem Sinne bedanke ich mich natürlich nochmal bei unseren Sponsoren für diesen Stream. Vielen lieben Dank an Heidong Gumdo Hando Ebersberg. Ebernburg. Ich sag's nochmal, herzlichen Dank an Heidong Gumdo Hando Ebernburg. Vielen lieben Dank für die Unterstützung. Link ist selbstverständlich in der Beschreibung. Märzentrümpelungen, Transporte und Gebäudedienstleistungen. Jetzt fängt es schon wieder an. Vielen lieben Dank, lieber Michael, für die Unterstützung. Wolfgang Rothberg, Planungs- und Sachverständigenbüro. Wolfgang, vielen lieben Dank für deine Unterstützung. Boro Pflegedienst, vielen, vielen Dank für die Unterstützung und natürlich für eure Arbeit. Die ist sehr, sehr wichtig. Vielen, vielen Dank. AXA Agentur Summa aus Grünstadt und auch aus Kaiserslautern. Thomas, vielen, vielen Dank, ebenfalls in der Beschreibung verlinkt. Und der Herr Koll, Alcatraz Hotel Kaiserslautern. Alcatraz Hotel Kaiserslautern ist echt skurril. Probiert es halt mal aus. Ja, so, ohne euch wäre eben dieser Stream nicht möglich gewesen. Von daher nochmal tausend Dank. Und natürlich an alle von euch, die hier zugeschaut haben oder vielleicht jetzt sogar noch zuschauen. Danke für jeden Daumen nach oben, für das Teilen des Links, für jedes Abo, das ihr da lasst. Vielen, vielen, vielen Dank. Morgen neue Folge Rabona, ganz wichtig. Mein Gespräch mit einem Spielerberater. Oh, man sieht alles, das Bild wird immer dunkler, zu Recht. Gut. Anderswo ist anders, aber nicht so wie in Nepals. Das sind doch sehr, sehr schöne Schlussworte. Lieben Dank an euch alle. Toll gemacht, toller Chat, sehr harmoniebedürftig bin ich, aber sehr harmonisch verlaufen. Vielen lieben Dank auch für die tollen Worte. Liebe Grüße im Übrigen in den Fuchsbau nach Schifferstraße. In dem Moment schreibt es Tina, sehr gut. Liebe Grüße in den Fuchsbau nach Schifferstadt, an den Schorsch und an Tina. Oh, und natürlich an den Baba, an den Wirt, meine ich natürlich. Die unterstützen nämlich das Betzeschwätze. Jeden Sonntag von 9.30 Uhr, ab 11.30 Uhr. 9.30 Uhr ist was anderes, ja. Vielen, vielen, vielen Dank. Was? Danke, Marc. Es war wieder saustark. Auch wenn ich gerade nicht da bin, fühle ich gedrückt, mein Bester. Ja, ich spüre diesen kalten Hauch im Nacken. Du dich auch natürlich, mein Lieber. Lieben Dank an alle Mods, an alle Kanalmitglieder und so weiter und so fort. Toll, dass hier jeder im Chat so mitgemacht hat. Nochmal sorry, aber wenn die Bube jetzt lieber tanze, dann sollen sie tanzen. Und wenn sie nicht tanzen, dann bringe ich sie heute noch zum Tanzen. Können wir glauben, ja?
Es kommt alle nach vorbei. Komm, es gibt noch genug Schorle und Flammkuchen. Oh, der ist so gut, der Flammkuchen im Fuchsbau. Und die Schorle erst. Weingut Spieß. Das habe ich mal gemerkt. Ja? Alles klar. In diesem Sinne, vielen lieben Dank. Ihr seht jetzt zwar nochmal das Intro, aber es ist das Outro. Versteht ihr? Nee, seht das nicht. Okay, dann machen wir es. So, vielen lieben Dank und tschüss. Aus Bobenheim-Roxheim.